Hält auf ein Telefon auf einem Tisch. Nach ein paar Sekunden beginnt es zu klingeln. Eine junge Frau setzt sich an den Tisch und hebt das Telefon ins Ohr. Guten Tag. Sie sind verbunden mit der persönlichen Seelenhilfe. Mein Name ist Melanie. Darf ich Ihren Namen erfahren? Mein Name ist Jennifer. Okay, Jennifer. Wie alt bist du denn, wenn ich fragen darf? Ich bin 18. Hören Sie, stimmt es, dass Sie alles für sich behalten, was ich zu sagen habe? Egal was es ist? Ja, das stimmt. Aber du kannst mich auch duzen, wenn du möchtest. Okay. Aber was ich sagen will, also, ich möchte es einfach nur irgendjemandem erzählen. Verstehst du? Natürlich. Viele Leute rufen hier an, wenn sie sich etwas von der Seele reden wollen. Na, dann leg mal los. Naja, jetzt, wo es soweit ist, traue ich mich nicht wirklich. Nur keine Sorge, ich behalte wirklich alles für mich. Gut. Ich habe meinen Freund umgebracht. Melanie zuckt zusammen und formt mit den Lippen einen stummen Schrei des Erschreckens. Dann antwortet sie mit gefasster Stimme. Okay. Du hast meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Bitte, Sie dürfen... Du darfst jetzt nicht schlecht von mir denken. Ich weiß, dass das alles verboten ist und ich mich der Polizei stellen sollte. Ich telefoniere von einer Telefonzelle aus. Ich kann doch jetzt nirgendwo hin. Hören Sie, ich meine du. Ich habe meinen Freund getötet, aber ich hatte einen guten Grund. Da bin ich mir sicher. Ich bin nur etwas irritiert. Weißt du, nicht viele Menschen rufen hier an, um einen Mord zu gestehen. Oh, das war kein wirklicher Mord. Ich muss das einfach erzählen. Okay. Also, Ich war 5 Monate mit ihm zusammen. Sein Name ist Fred. Am Anfang war alles wunderbar. Wir hatten die perfekte Beziehung. Und dann hat er angefangen, mich zu schlagen. Zuerst waren es nur leichte Ohrfeigen und so, aber dann wurde es immer schlimmer. Tut mir leid, wenn ich dich unterbreche. Aber normalerweise weinen Frauen bei so einem Geständnis wie verrückt. Du bist ziemlich ruhig. Ich habe in den letzten Monaten zu viel geweint. Und ich bin bei Gott nicht traurig, dass ich es beendet habe. Okay, ich verstehe. Erzähl weiter. Gut, also, als es schlimmer wurde, wollte ich Hilfe holen. Aber er hat mir gedroht, wenn ich jemandem etwas erzähle, dass er mich dann umbringen würde. Seine exakten Worte waren: Wenn du das ausplauderst, schlitze ich dich auf wie ein Schwein. Das hat er gesagt? Oh, mein Gott. Ja, das hat er gesagt. Ich habe schon damals daran gedacht, eine dieser Hilfe-Hotlines wie deine anzurufen, aber ich... Ich weiß, du hattest Angst, dass er es herausfindet. Ja, ganz genau. Ich habe also erstmal nichts unternommen. Aber irgendwann wurde es mir zu viel. Ich weiß nicht genau, wann mir die Idee gekommen ist, aber ich habe einfach irgendwann ein Messer genommen, so ein richtig scharfes Küchenmesser, und bin zu ihm nach Hause. Und als er die Tür geöffnet hat, habe ich zugestochen. Immer und immer wieder. Da war so viel Blut überall. Auf dem Boden, an meinen Händen. Jennifer stockt für einen Moment. Dann fasst sie sich wieder. Ich hatte Glück, dass seine Eltern nicht da waren, aber vielleicht haben mich die Nachbarn gesehen. Ist ja jetzt auch egal. Hör mal, ich weiß, du bist keine Psychologin, aber ich fühle mich überhaupt nicht schlecht deswegen. Keine Gewissensbisse, obwohl ich einen Menschen umgebracht habe. Ist das
normal? Tja, ich bin tatsächlich keine Psychologin. Was ich jetzt sage, basiert nur auf Filmen, die ich mal gesehen habe, klar? Also, entweder stehst du unter Schock und bist dir der Tragweite der ganzen Sache nicht bewusst, oder das, was er dir angetan hat, war wirklich, wirklich schlimm. Letzteres trifft wohl eher zu. Okay. Hast du noch andere Fragen oder so? Ich muss ehrlich sagen, die Situation ist ungewohnt für mich. Was würden Sie denken? Soll ich mich stellen? Der Polizei alles erzählen und hoffen, dass ich nicht lebenslänglich eingebuchtet werde? Das ist etwas kompliziert. Wenn du keine Beweise für Misshandlung aufweisen kannst, wird es schwer werden, dich nicht als kaltblütige Mörderin hinzustellen. Allerdings war der Mord ja nicht ganz vorsätzlich. Du hast doch vorhin gesagt, dass du einem inneren Impuls gefolgt bist, sozusagen. Ja, so in etwa. Okay, dann kriegst du schon mal nicht lebenslänglich. Ich kann dir natürlich nur empfehlen, dich der Polizei zu stellen. Aber ich überlasse es natürlich ganz dir. Weißt du was? Ich glaube, ich tue es sogar. Kann eh nicht schlimmer sein als Fred. Es tut echt gut, sich bei jemandem aussprechen zu können. Bitte, dazu bin ich doch da. Aber eine Sache wüsste ich doch noch gerne. Klar, schieß los. Würdest du mich, nur auf dieses Gespräch bezogen, für eine kaltblütige Killerin halten? Nein, ich würde sagen, du bist ein Opfer von schlechten Umständen. Ich würde sagen, wenn du diesen Fred umgebracht hast, dann hattest du einen guten Grund. Danke sehr. Das wäre es dann eigentlich. Wenn ich jemals wieder eine meiner Freundinnen sehe, werde ich sie weiterempfehlen. Auf Wiederhören. Klar, tschüss. Melanie legt auf, lehnt sich im Stuhl zurück, atmet tief durch und legt die Hände vor ihr Gesicht. Dann will sie aufstehen, aber das Telefon klingelt erneut. Na, ist ja mächtig was los heute. Guten Abend. Sie sind verbunden mit der persönlichen Seelenhilfe. Ich heiße Melanie. Mit wem habe ich das Vergnügen? Ich würde ungern meinen Namen angeben. Ist das ein Problem? Sie können mir Ihren Namen ruhig nennen. Ich habe so eine Art Schweigekodex abgelegt. Ich werde niemandem von Ihnen erzählen. Außerdem brauche ich eine Möglichkeit, Sie anzusprechen. Ich kann schließlich nicht immer Mr. X sagen. Nun gut, dann nennen Sie mich Pilger. In Ordnung? Pilger? Fremder? Sie haben einen Hang zur Ironie, nicht wahr? Entschuldigen Sie, Melanie, aber mein Sinn für Humor ist ziemlich schlecht. Sollte das scherzhaft gemeint sein? Ja, eigentlich schon. Dann ist ja gut. Ich muss um Entschuldigung bitten. War nicht persönlich gemeint. Kein Problem. Ich ziehe es übrigens vor, meine Gesprächspartner zu duzen. Hätten Sie etwas dagegen, Pilger? Aber überhaupt nicht. Darf ich dir übrigens etwas sagen? Na, ich denke, genau deswegen rufst du an, nicht wahr? Ich meinte etwas eher Persönliches. Okay, nur heraus damit. Du hast eine echt sexy Stimme. Da hört man doch gerne zu. Was soll das hier werden? Ich möchte mich nur mit dir unterhalten. Deine Stimme ist echt süß. Okay, hör zu, Pilger. Ich habe hier einen ernsthaften Job zu erledigen. Für süße Stimmen haben die Leute Telefonsex erfunden. Du solltest lieber die 2 Euro pro Minute zahlen, denn ich werde hier sicher nicht in den Hörer stöhnen. Oh. Bitte, entschuldige. Ich wollte einen Scherz machen. Wie gesagt, mein Humor ist, wie auch immer, entschuldige. Ach, schon gut. Ich hatte auch einen langen Tag und bin ziemlich gestresst. Sie bekommt einen geschockten Gesichtsausdruck. Das habe ich nie gesagt, klar? Natürlich nicht. Also, weshalb rufst du denn an? Eigentlich nur, um ein wenig zu plaudern. Weißt du, ich sitze gerade zu Hause und langweile mich so. Dann dachte ich, ich könnte mal ihre Hotline anrufen. Über diese Telefonsex-Sache habe ich auch schon nachgedacht, aber die Frauen da lassen nicht ganz so gut mit sich reden. Und 2 Euro die Minute kann ich mir da echt nicht leisten. Aha. Aber ich muss dir leider sagen, dass du hier ebenfalls an der falschen Adresse bist. Diese Hotline ist für Leute, die persönliche Probleme haben.
und moralische Unterstützung brauchen. Nun, ich muss leider sagen, dass ich sehr viel Wert auf eine gepflegte Unterhaltung mit einer fremden Frau lege. Und ich denke, dass du etwas Entspannung gebrauchen könntest. Tut mir leid, aber ich verdiene hier mein Geld. Darauf kann ich nicht verzichten. Wiederhören. Halt, nicht auflegen! Melanie legt auf. Dann sieht sie das Telefon irritiert an, schüttelt den Kopf und will es aus der Hand legen, als es erneut klingelt. Langsam hebt Melanie es ans Ohr und nimmt ab. Hallo? Ich habe doch gesagt, dass ich viel Wert auf diese Unterhaltung lege. Es wäre schön, wenn du nicht noch einmal auflegen würdest. Du kapierst es nicht, oder? Ich habe keine Zeit, mit dir zu telefonieren. Es ist doch dann keine Zeit, wenn ich hier ein paar Menschen gefangen halte und dir sage, dass ich alle umbringen werde, wenn du nicht tust, was ich sage. Was hast du da gesagt? Ich habe hier 5 Menschen an Stühle gefesselt und wenn du noch einmal auflegst oder irgendwas tust, was ich dir nicht gesagt habe, wird einer von ihnen sterben. Du Arschloch. Was soll die Scheiße? Ich glaub dir kein Wort und ruf ja nie wieder an. Bist du das wieder, du Arsch? Du hast aufgelegt. Mann! Du bist ja ein richtiges Blitzlicht. Ich hatte dich gewarnt. Ich hätte gesagt, du sollst nicht auflegen. Jetzt muss wohl einer der Menschen sterben. Wie bitte? Tja, tut mir leid, Kleiner. Melanie mag dich scheinbar nicht. Naja, das wird dann hier. Oh Gott, bitte nicht! Man hört ein schlitzendes Geräusch, dann ein nasses Gurgeln, das langsam verklingt. Was war das gerade? Oh, das war nur ein Jugendlicher, dem ich die Kehle aufgeschlitzt habe. Geil, dieses Gurgeln, oder? Hast du gerade einen echten Menschen umgebracht? Du Arschloch! Halt's Maul, ich will, dass du jetzt ganz genau zuhörst. Hörst du mir zu? Melanie nickt. Gut. Also, ich habe hier noch 4 Leute, die ich gern umbringen würde. Und ich gebe dir, meine Kleine, dir und deiner sexy Stimme die Chance, sie zu retten. Viel Glück. Warte, was muss ich tun? Na, vorhin warst du ja nicht besonders enthusiastisch. Oh, das wird nur lustig werden. Okay, hier sind die Regeln. Erstens, wenn ich eine Frage stelle, antwortest du. Wenn ich will, dass du mir sagst, was du gerade denkst, dann sagst du es mir. Und am wichtigsten, das Spiel endet erst dann, wenn ich es will. Einverstanden? Habe ich eine Wahl? Nicht, wenn die 4 Leute am Leben bleiben sollen. Okay. Ich mach mit. Da habt ihr es. Melanie ist doch eine ganz nette Frau. Sie hat euer Leben gerade etwas verlängert. So, nun zu uns beiden. Ich denke, wir könnten die Unterhaltung ganz leicht anfangen. Ich habe letztens Scream gesehen und ich bin jetzt neugierig. Was, liebe Melanie, ist dein Lieblingshorrorfilm? Komm, mach hinne, ich habe nicht ewig Zeit. Ich guck nicht so gerne Horrorfilme. Aber du kennst doch sicher mindestens 1 oder 2. Jetzt sag schon, ich verliere bald die Geduld. Okay, Carrie. Der Klassiker. Meinst du das Original oder eine dieser billigen Nachahmungen? Ich meine diese Neuverfilmung von 2013. Was für eine Scheiße. Ich bin ja mehr ein Fan des Originals, aber scheiß drauf. Kennst du den Film denn wirklich? Ich denke schon. Okay. Wer hat denn das titelgebende Mädchen gespielt? Wie hieß die Schauspielerin? Kann ich etwas Zeit zum Überlegen haben? Genau so lange, wie ich brauche, um einem Menschen die Kehle aufzuschlitzen. Nein, ich weiß es. Na, dann sag. Chloe Martinez. Nein, warte. Moritz. Chloe Moritz. Sie hat Carrie dargestellt. 1000 Punkte. Sie hat zwar einen Zweitnamen, aber das lassen wir mal so sein. Melanie atmet erleichtert auf. Fein. Nächste Frage. Welche Farbe hatte Carries Kleid, das sie auf dem Abschluss beigetragen hat? Rot. Ganz sicher. Leider falsch.
Melanie sieht geschockt aus. Nein, bitte, töte niemanden, bitte! Keine Sorge, immerhin warst du nah dran. Carries Mutter sagte, das Kleid sei rot gewesen, obwohl es eigentlich pink war. Nun, du hattest also immerhin teilweise recht. Ich werde niemanden töten. Melanie atmet auf. Aber ganz recht hattest du auch nicht. Also werde ich wohl jemandem etwas abschneiden müssen. Wie wäre es mit einem Finger? Nein! Du Schwein! Du gottverdammtes Schwein! Reg dich ab, er lebt ja noch. Außerdem kanntest du die Regeln. Bist du bereit für die nächste Frage? Fick dich! Fick dich! Fick dich! Halt's Maul, du blöde Schlampe! Okay, nächste Frage kommt. Wer hat das Buch, auf dem Carrie basiert, geschrieben? Oh, das... verdammt. Stephen King, glaube ich. Glaubst du oder weißt du es? Ich weiß es. Und richtig, fein gemacht. Die nächsten Fragen haben keine Folgen. Du musst nicht antworten und den Leuten hier wird auch nichts passieren, klar? Also, wie siehst du aus? Schwarze lange Haare. 1,73. Normal gebaut. Okay, my dear. Jetzt denke ich, hast du dir das Privileg verdient, mich etwas zu fragen. Ich höre an deiner Stimme, dass du mich ein paar Dinge fragen willst. Schieß los. Warum tust du diese Scheiße? Du stellst die Frage nach dem Motiv. Das ist schlau, aber sinnlos. Ich habe kein Motiv, zumindest kein richtiges. Aber das kann doch nicht sein. Irgendetwas muss dich doch dazu treiben. Hatte Hannibal Lecter ein Motiv, als er Leute aufgefressen hat? Hatte der Clown Pennywise einen Grund, all diese unschuldigen Kinder umzubringen? Leonard Gaunt hatte keinen Grund, Castle Rock abzufackeln und Ghostface of Scream hatte ebenfalls kein Motiv. Wovon redest du da eigentlich? Ah ja, hatte ich vergessen. Du hast ja keine Ahnung von Horror. Ich will damit sagen, dass einige der grausamsten Killerpsychopathen nie ein Motiv hatten. Warum also sollte ich eines brauchen? Ich glaube, ich verstehe. Du bist einfach nur ein kranker Sadist, der sich daran aufgeilt, mit Leuten wie mir und den ganzen Leuten bei dir Spielchen zu spielen. Na? Wedelst du dir dabei gerade einen von der Palme? Okay. Die Pause ist vorbei. Es geht wieder ums Ganze. Soll heißen, um Menschenleben. Oh Gott, bitte. Ich kann das nicht. Aber natürlich kannst du das. Du hast es schon ganz gut durchgehalten. Ich möchte nur noch mein kleines Ratespiel weiterführen. Bitte. So, nächste Frage. Was habe ich mitten im Gesicht? Was? Woher soll ich denn das wissen? Du hast 30 Sekunden. Oh. Okay. Was hast du mitten im Gesicht? Pickel? Einen beschissenen Tumor? Gott, ich weiß es nicht. Die Zeit läuft, Melanie. Okay. Was? Ach, die Nase. Ich habe dich nicht verstanden. Sprich doch bitte lauter. Du hast deine Nase im Gesicht. Das ist es. Na also, das war doch gar nicht so schwer, oder? Das war eine beschissene Falle. Vielleicht. Aber ist dir aufgefallen, dass ich dich gerade etwas gelehrt habe? Dass du ein beschissener Psychopath bist? Das wusste ich schon vorher. Weißt du was? Siehst du jetzt die nächste Frage. Ich habe deine Kommentare langsam satt. Also, was habe ich dich gerade gelehrt? Ignoranz. Präzisiere. Das mit der Nase war offensichtlich. Genau deshalb bin ich nicht drauf gekommen. Es war zu offensichtlich. Du bist echt intelligent, mein Schatz. Ein wahres Superhirn. Die anderen sind da nicht so schnell drauf gekommen. Ich verstehe nicht. Die anderen? Ach, weißt du, ich habe dieses Spiel schon das ein oder andere Mal gespielt. Mehrmals? Scheiße. Wie viele Menschen hast du getötet? Wie viele? Ich habe nicht mitgezählt, aber es hing sowieso immer von meinem Gesprächspartnern ab. Weißt du, Sweetheart, es ist schon vorgekommen, dass Leute nach dem dritten Toten immer noch einfach aufgelegt haben. Du hast es nur beim ersten Mal versucht.
Ich glaube, mit dir unterhalte ich mich von allen, die ich bisher hatte, am liebsten. Du gottverdammtes Arschloch. Jetzt stell dich nicht so an. Du solltest dich lieber etwas konzentrieren. Wir spielen nämlich weiter. Bitte. Was war zuerst da? Das Huhn oder das Ei? Darüber diskutieren die Menschen schon seit Jahrtausenden. Ich kenne die Antwort nicht. Ich will einfach nur wissen, woran du glaubst. Das Ei. Das Ei war zuerst da. Und warum glaubst du das? Ich glaube nicht an die Schöpfungsgeschichte. Demnach wäre nämlich das Huhn zuerst da gewesen. Das Ei bedeutet, durch Evolution entstanden. Deshalb glaube ich daran. Erstaunlich. Die meisten Menschen fangen in solchen Situationen an, an Gott zu glauben, statt an Darwin. Weißt du, jetzt mag ich dich sogar noch mehr. Kannst du mir vielleicht einen Gefallen tun, wenn du mich so sehr magst? Ganz schön unverfroren von dir. Ich denke, ich werde dir keinen Gefallen tun. Wir werden weiterspielen. Meine nächste Frage bezieht sich wieder auf Filme. Nebenbei, deinen Lieblingshorrorfilm kenne ich ja inzwischen. Aber was ist dein Lieblingsfilm überhaupt? Das ist jetzt eine ganz beschissene Frage. Tja, mein Freund, sie will nicht antworten. Sorry. Oh nein. Na, wie war das? Ich hab dir gesagt, was passiert, wenn du nicht antwortest. Du verdammtes Schwein. Du beschissener Mörder. Weißt du, dich beruhigt? Der Kerl war derselbe, dem ich vorhin den Finger abgehackt habe. Der wäre sowieso bald verblutet. Bitte. Was willst du von mir? Ich will eine Antwort. Mehr nicht. Vorerst. Okay. Mein Lieblingsfilm heißt Nicht auflegen. Das ist doch jetzt echt ironisch. Das war doch der Film mit dem Kerl, der in einer Telefonzelle von einem Scharfschützen terrorisiert wird, oder? Ja, das stimmt. Tja, ich würde meine Mutter darauf verwetten, dass du dir diesen Film nie wieder ansiehst. Habe ich recht? Ja. Tja, ist scheiße gelaufen, würde ich sagen. Aber so ein geiles Gefühl, so etwas mir selbst erlebt zu haben, oder? Willst du mich verarschen? Das ist kein geiles Gefühl. Ich sitze hier und unterhalte mich mit einem Psychopathen, der Menschen tötet, wenn ich nicht mit ihm rede. Hast du auch wieder recht. Ich glaube, wir sollten einfach weiterspielen. Ich habe mir gerade erst den Film Gesetz der Rache angesehen. Kennst du ihn? Ich habe ihn einmal gesehen, ja. Gut, du bist der Meinung, dass jeder Killer, jeder Psychopath ein Motiv für seine Handlungen braucht, nicht wahr? Also, welches Motiv wurde im Film für die Handlungen von Clyde Shelton genannt? Das war die Ermordung seiner Familie. Frau und Tochter wurden ermordet. Leider falsch. Die Familie wurde zwar ermordet, aber die Frage nach dem Motiv wird im gesamten Film zwar gestellt, aber nie beantwortet. Kein einziges Mal. Bitte, du kannst doch jetzt niemanden umbringen. Das ist doch Wahnsinn. Vielleicht. Aber ich denke, du hättest mich sowieso für gestört, also ist mir das scheißegal. Ich denke übrigens, dass ich die nächste Person erwürgen werde. Bitte nicht! So, jetzt gibt es nur noch zwei Leben, die du retten musst. Ja, hör zu. Ich habe mich doch gut geschlagen. Das hast du doch selbst gesagt, bitte. Ich brauche eine Pause. Nur ein paar Sekunden. Okay, aber wehe, du legst auf. Gut. Bin wieder dran. Fein. Ich hätte dann auch schon die nächste Frage für dich. Und wenn es dich beruhigt, es wird die letzte sein. Was? Die letzte? Genau. Das Spiel neigt sich seinem Ende entgegen. Und du warst wirklich eine gute Spielerin. Selbst wenn du diese Frage falsch beantwortest, hast du immerhin ein einziges Leben gerettet. Du kannst stolz auf dich sein. Leck mich doch. Tja, das könnte schwer werden übers Telefon, aber egal. Meine Frage lautet, wenn du wüsstest, wer ich bin, würdest du mich dann bei der Polizei verpfeifen? Nein. Ich glaube nicht. Aha. Warum nicht? Ich vermute, sobald ich weiß, wer du wirklich bist, wirst du auch wissen, wer ich bin.
Und du bist ein Psychopath, also müsste ich um mein eigenes Leben fürchten. Herzlichen Glückwunsch, Melanie. Du hättest gerade 2 Menschenleben gerettet. Hätte? Ich hätte gerade 2 Leben gerettet? Was soll das heißen? Ganz einfach. Es gab niemals irgendwelche Leute, die ich hier gefangen gehalten und umgebracht hätte. Melanie, bist du noch dran? Ich verstehe das alles nicht. Ich habe während unseres kleinen Telefonats keinen Menschen umgebracht. Aber ich hab's doch gehört. Die Geräusche, das Gurgeln. Ich denke, ich schulde dir eine Erklärung. Das war alles ich. Für das Gurgeln habe ich mir Wasser in den Hals gekippt und eben gegurgelt. Als ich so getan habe, als hätte ich dem einen Kerl in den Finger abgeschnitten, habe ich einfach eine Tomate zerquetscht und laut geschrien. Und das Erwürgen war auch nicht schwer. Siehst du? Ganz einfach. Du hast einfach mit mir gespielt? Natürlich, ich habe die ganze Zeit gesagt, dass es nur ein Spiel ist. Du hast es nur ignoriert. Was habe ich dich denn heute gelehrt? Dass ich nicht auf das ganz Offensichtliche achte. Ganz genau. Ich habe dir eine Lektion erteilt. Bevor ich jetzt auflege, will ich, dass du mir etwas versprichst. Und ich glaube, du weißt, was es ist. Dass ich aufmerksamer durchs Leben gehe? Ganz genau. Du wirst sehen, dass es dir weiterhilft. Vielleicht hören wir noch voneinander. Pilger legt auf. Melanie legt die Hände vor ihr Gesicht und scheint entweder zu lachen oder zu weinen. 2 Tage später. Melanie geht in die Bank. An einem Geldautomaten wird sie von einem Mann angesprochen. Entschuldigung, kennen wir uns nicht von irgendwoher? Nein, ich glaube nicht. Also bitte, du hattest mir doch etwas versprochen. Melanie sieht verständnislos aus. Hör mir aufmerksam zu. Achte auf meine Stimme. Melanies Gesicht spiegelt Erkennen, dann Schrecken wieder. Oh Gott. Am 18. März letzten Jahres war ein Familientreffen. So wie jedes Jahr, da mein Vater und meine Mutter an jenem Tag ihren Hochzeitstag feierten. Das Problem an solchen fast schon festlichen Treffen ist, dass man hingeht, auch wenn das Interesse schon längst verflogen ist. Ich arbeite in der Spätschicht, in welchem Beruf spielt keine Rolle, aber eines kann ich versichern. Wenn der Tag anbricht, habt ihr keine Lust, euch nur mit irgendwem zu treffen. Doch so war es geschehen. Ich, total übermüdet, verabredet für den Mittagstisch mit meiner Familie um Punkt 12 Uhr in einem kleinen lokalen Restaurant. Meine Schwester ist dafür extra von weiter hergekommen und ich konnte an ihrem Gesicht erkennen, dass auch sie keine sonderlich große Freude an dieser Zusammenkunft hatte. Nach den üblichen Begrüßungsfloskeln und dem typischen »Ihr könntet uns doch mal öfter besuchen«, was wir natürlich eindrücklich bejahten, wurde uns ein Tisch zugewiesen. Auf den Mann hatte ich gar nicht geachtet. Ich hatte nur einen Blick für die Teller. Groß wäre noch eine Untertreibung gewesen. Sie waren so riesig, dass ein Gullideckel darauf Platz gehabt hätte. Wir rückten die Stühle zurück und als wir uns setzten, fielen meine Augen auf eine eindrucksvolle dunkelbraune Standuhr. Ihr großes Pendel schwang schwer und gleichmäßig und ihre massige Erscheinung strahlte eine gewisse Dominanz aus. Ich wendete mich von ihr ab und wieder den Tellern zu. Nach einer Weile riefen meine Eltern nach dem Kellner. Ein hagerer Mann Mitte 40 betrat den Raum. Wir würden gerne bestellen, setzte mein Vater an und der Kellner überreichte ihnen wortlos die Karte. Nur eine? Der Kellner nickte. Offenbar war er nicht von der gesprächigen Sorte, denn er hatte seit unserem Eintreffen noch kein Wort gesagt. Nun war es das erste Mal, dass er den Mund aufmachte. Ich hätte schwören können, dass es aussah, als müssten seine Kiefer quietschen, sobald er sprach. So starr und unflexibel wirkten seine Bewegungen. Nur eine Karte, Sir. Warum?
Spezialkarte. Immerhin ist dies ein spezieller Anlass. So hatten Sie sich vorhin doch ausgedrückt, oder nicht? Ja, schon. Doch. Also sollten Sie wissen, wie es läuft. Eine Karte pro Gruppe. Mein Vater nickte nur zögerlich. Ich und meine Schwester tauschten Blicke. Wir wussten es beide. Er hatte keine Ahnung, wie er darauf reagieren sollte. Einfach lächeln und nicken. Der Kellner sah mittlerweile etwas genervt aus und verließ uns wieder. Als er eine passende Entfernung erreicht hatte, sprachen wir alle durcheinander. Was ist denn mit dem los? Platzte es aus meiner Schwester heraus. Keine Ahnung, sagte ich. Und dann, um die Stimmung etwas zu lockern, auf jeden Fall ein Fall für sich. Meine Mutter meldete sich zu Wort. Wir sind nicht hier, um uns über den Kellner aufzuregen. Lasst uns doch erstmal schauen, was auf der Karte steht. Weise Worte. Eine Spezialkarte für spezielle Anlässe. Wer würde nicht wissen wollen, was es damit auf sich hat? Meine Müdigkeit hatte sich etwas gelegt, als ich die Karte an mich riss. Meine Schwester griff ebenfalls danach. Gib das her! Ach, nie im Leben! Konterte ich und zog noch fester, als sie es zu fassen bekam. Kinder! Sagte mein Vater mit erhobener Stimme. Wir hassten es, wenn er das sagte. Meine Schwester ließ von der Karte ab und ich begann sie zu öffnen. Ein intensiver Ledergeruch begann sich auszubreiten. Die erste Seite kam in Sicht. Ein Logo in der Größe einer Walnuss prangte in der Mitte des leicht vergilbten Papieres. Es war weder eines, was ich mit diesem Restaurant noch mit irgendwas anderem in Verbindung bringen konnte. Es war eine deckellose Taschenuhr mit 6 Zeigern, die auf die jeweils übernächste Ziffer zeigten. Grübelnd blätterte ich um. Abseits von diesem ersten Blatt bestand die Karte aus nicht viel mehr als einer einzigen Seite für Speisen. Nicht einmal Getränke waren aufgelistet. Mittagstisch stand in großen Lettern auf ihrer Oberseite. Darunter befand sich eine kleine Auflistung von Gerichten, jeweils mit der Anmerkung für den Tisch. Ich war verwirrt. Heißt das, dass wir nur eine einzige Sache für alle wählen mussten? Abgesehen davon war noch etwas anderes seltsam an der Auflistung. Ich konnte nur nicht mit dem Finger drauf zeigen. Ich überlegte. Mein Vater griff in meine Richtung. Gib mal her. Ich überließ sie ihm freiwillig. Sollte er doch selbst etwas damit anfangen. Meine Mutter lehnte sich zu ihm rüber. Für den Tisch? Sie war anscheinend genauso verwirrt wie ich. Meine Schwester, welche die Karte eigentlich als erste für sich beanspruchen wollte, wurde unruhig. Jetzt sag doch mal. Sie begann lauter zu sprechen. Was gibt es zur Auswahl? Anscheinend nicht viel. Insbesondere, wenn wir nur eine Sache bestellen können. Ich muss das nochmal mit dem Kellner besprechen. Können wir es nicht einfach versuchen? Wie oft bekommt man schon so eine Gelegenheit? Immerhin ist es eine Spezialkarte. Du weißt nicht, was dort steht. Was? Ich sagte, egal. Ich lese es einfach mal vor, okay? Wir nickten. Es wurde auch langsamer Zeit. Wir haben hier einmal Geschnetzeltes auf 2 Uhr. Und? Er stockte. Langsam wurden wir ungeduldig. Er bemerkte das wohl, denn er sprach die restlichen Speisen in einem Rutsch aus. Hack und Fleisch auf 4 Uhr, gefüllte Pansen auf 6 Uhr, gekochte Leber auf 8 Uhr, herzhafte Burger auf 10 Uhr und Familienpizza auf der 12. Familienpizza? Was ist denn da drauf? Echte Familien, antwortete ich scherzhaft. Keiner lachte. Aus irgendeinem Grund begann mir dieser Ort selbst unheimlich zu werden. Unter anderem wird es wohl auch daran gelegen haben, dass wir die einzigen Gäste waren. Seltsam. Normalerweise war es hier immer gut besucht. Vielleicht waren wir einfach zu früh. Normalerweise gehen wir auch wie jeder andere nur abends in solche Etablissements. Das ist mir alles ein bisschen zu rätselhaft. Ich rufe mal den Kellner. Mein Vater winkte. Der Kellner kam unverzüglich zu uns. Er sagte nichts, zog nur eine Augenbraue hoch. Entschuldigung, aber was ist denn auf der Familienpizza? Er sah ihn nur an. Mein Vater begann leicht auf dem Stuhl hin und her zu rutschen, eine für ihn sehr unübliche Verhaltensweise. Er wollte schon zum zweiten Mal ansetzen, da schnitt ihm der Kellner ins Wort. Es ist nicht üblich, danach zu fragen. Ich dachte, Sie kennen den Ablauf. Ich...
Er überlegte, wie er sich ausdrücken möchte. Ebenfalls eine sehr unübliche Verhaltensweise. Ich schätze, wir belassen es einfach dabei. Schließlich ist es ja eine Familienpizza-Spezial, nicht wahr? Er versuchte zu grinsen. Ich kann versichern, ich habe meinen Vater noch nie so grinsen gesehen. Der Kellner antwortete nicht. Er schien zu warten. Mein Vater sah uns nervös der Reihe nach an. Was meint ihr? Wollen wir die Familienpizza? Wenn ihr mich fragt, hatten wir alle weniger Appetit, als wir uns eingestehen wollten. Das Ganze begann uns zu missfallen. Es nahm einen unangenehmen Ton an und man sah es auf ihren Gesichtern, auch wenn sie es noch so gut zu verbergen versuchten. Langsam nickten wir. Erst ich, dann die anderen, aber auf eine langsame, fast schon bedächtige Art. Der Kellner nickte. Er holte einen kleinen Block aus der Hose und kritzelte darin herum. Danach streckte er die Hand in Richtung der Karte. Meine Mutter, die ihm am nächsten saß, reichte sie ihm. Dabei achtete sie peinlich genau darauf, dass seine und ihre Hände sich möglichst gegenüber lagen. Ich fragte mich gerade, wie es mit den Getränken aussieht, da hatte der Kellner sich schon wieder abgewendet. Schweigen herrschte im Raum. Es schien, als wäre die Zeit stehen geblieben. Wenn auch unbewusst, bemerkte ich, dass wir alle die Arme in verschiedenen Weisen an uns gepresst hatten. Unsere Augen ruhten alle auf dem Rücken des Kellners. Als er dann endlich fortging, begannen wir, nach und nach unsere Arme wieder zu senken. Wir waren wohl alle sehr angespannt gewesen. Himmel, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass dem nicht so war. Aber vielleicht merkten wir schon zu diesem Zeitpunkt, dass mehr falsch als nur die Speisekarte war. Später hatte ich viel Zeit, darüber nachzudenken. Wir unterhielten uns. Ich weiß gar nicht, ob ich noch so großen Hunger habe. Ach komm, jetzt hab dich nicht so. Das wird bestimmt lecker. Abgesehen davon musst du ja nicht bezahlen. Das war das Stichwort. Plötzlich wusste ich, was an der Karte nicht stimmte. Es war eine ganz offensichtliche Sache, nahezu unübersehbar. Wie konnte ich nicht eher darauf kommen? Der Karte fehlten die Preise. Das Gespräch musste schon weitergegangen sein, denn als ich meine Aufmerksamkeit wieder auf sie richtete, sprachen sie schon längst weiter. Was soll das hier eigentlich? Mir gefällt es hier nicht. Wenn ich euch so ansehe, würde ich sogar sagen, euch allen. Lasst uns doch einfach woanders hin. Lasst uns doch einfach sagen, dass wir es uns anders überlegt haben, oder... Jetzt halt mal die Luft an. Wir haben euch eingeladen. Ihr seid erschienen. Ihr wusstet, wohin wir gehen. Und bloß, weil jetzt nicht alles so wie immer läuft, müsst ihr gleich wieder einen Aufstand machen. Wo sind wir denn eigentlich? Jetzt entspannt euch doch mal. Musst du gerade sagen. Bitte was? Hast du was gesagt? Langsam wurde es mir zu viel. Das alles. Erstens beschimpfte er uns beide, obwohl ich nicht einmal zur Diskussion beigetragen hatte. Meine Mutter saß neben ihm, als hätte sie einen Geist gesehen. Und er rutschte auf dem Stuhl rum wie ein verliebtes Mädchen am Abschlussball. Ich sagte, musst du gerade sagen. Er erhob sich. Oh, es eskaliert gleich, dachte ich. Ich kenne das. Es ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert ist. Ich wusste, dass ich den Punkt überschritten hatte, wo jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wurde. Wenn das hier noch friedlich enden sollte, musste jetzt etwas Entscheidendes geschehen. Und das tat es auch. Ich sah zu meiner Mutter. Sie hatte sich immer noch nicht geäußert. Genau genommen hatte sie schon länger nichts mehr von sich hören lassen. Sie hatte immer noch diesen starren Ausdruck auf den Augen und ihr Mund. Was war mit ihrem Mund? Ein Ton entwich ihr. Kraftlos. Lang. Jetzt reicht's, sagte mein Vater. Er machte einen Schritt nach vorne und langte mir eine. Im Nachhinein bin ich ihm dankbar dafür, denn er richtete meinen Blick weg von meiner Mutter. Zumindest für den Augenblick. Oh, schau, ächzte ich und deutete auf sie. Er reagierte zunächst nicht. Er sah mich weiter zornig an, doch dann verflüchtigte sich der Ausdruck. Er muss wohl etwas in meinem Gesicht gelesen haben, etwas, was ihn vergessen ließ. Er drehte sich zu ihr. Ihr Gesicht war aschfahl. Ihre Lippen hatten eine bläuliche Färbung angenommen und ihr Mund... Er begann sich abzulösen.
Ich kann es nicht besser beschreiben, aber ich schwöre, dass es so war. Es war, wie als wenn ein alter Klebestreifen langsam an Haftung verliert. Ihr Mund klatschte auf den Teller. Wir konnten nur starren. Ich weiß nicht, für wie lange wir so dastanden, doch mein Vater löste sich als erster von diesem Anblick. Er verzog das Gesicht. Es war eines dieser Gesichter, wie gequältes Lachen, obwohl man weint. Seine Augen waren zu Schlitzen gepresst. Es war Ungläubigkeit darin zu erkennen. Und er begann zu jaulen. Klang es. Ich kann es nicht nachmachen und keinesfalls hier vernünftig wiedergeben, aber doch, es ist die beste Beschreibung. Dieses Ei. Er sah auf meine Schwester. Ich konnte spüren, wie mein Blick fast wie von selbst zu ihr wanderte. Als ich sie sah, packte mich nacktes Grauen. Ich stieß mich unwillkürlich nach hinten und wäre fast vom Stuhl gekippt. Meine Schwester hatte kein Gesicht. Ihre Augen, ihre Nase, ihr Mund, alles war zu einem widerlichen Haufen auf dem Teller verschmolzen und ihre Haut begann den langsam zu folgen. Ihre Stirn klappte nach vorne über die Nase, die keine mehr war, und ein leises Reißen war zu vernehmen, als sie dann letztendlich... Ich war bitte nach rechts. Mein Vater war von über auf den Teller gefallen. Etwas Rotes und Labbriges flog zu mir herüber und landete vor meiner Brust. Ich wollte schreien, aber ich machte schon länger keine Geräusche mehr. Mein Mund fühlte sich an, als hätte man einen Sticker auf ihn geklebt. Ich griff danach und so hielt ich ihn schon in den Händen. Meine Fingernägel fielen auf den Teller. Der Drang zum Schreien war unerträglich, aber ich blieb stumm. Ein seltsames Gefühl begann sich auf meiner Nase auszubreiten. Die Uhr fing an zu schlagen. Sie donnerte so laut wie eine Turmglocke. 12. Es war 12. Wie konnte es jetzt immer noch 12 sein? Doch das war nur ein flüchtiger Gedanke in diesem Strudel aus Reizüberflutung, die mich zu erdrücken vermochten. Ich muss hier weg, schoss mir durch den Kopf. Ich muss hier weg, solange ich noch kann. Ich sah eine Bewegung in der entfernten dunklen Ecke nahe der Ausgangstür. Es war der Kellner. Er lächelte. Familienpizza. Familienpizza e Speziale von und für die Großen und Kleinen. Alles zum Selbstbelegen und zu einem unschlagbaren Preis. Sein Kiefer bewegte sich wie mechanisch, seine Augen auf mich fixiert. Die meisten mögen es eher herzhaft, aber Pizza geht immer, sage ich gerne. Da würdest du mir doch zustimmen, oder? Er sprach mehr, als ich es je für möglich gehalten habe, während dieser fleischgewordene Dämon sich einen Weg auf mich zubahnte. Ich sah nach unten. Ich war wie festgewurzelt, meine Beine wie Wachs. Ich erhaschte einen flüchtigen Blick auf die Überreste meiner Familie. Dampfende Fleischberge, wie Türme unförmigen Wachses, gebogen über den Teller. Ich wusste nicht, warum ich es tat, aber ich tat es. Ich hob unter größter Anstrengung meine Beine und ging rückwärts. Es schien, als wäre die Schwerkraft gegen mich. Der Boden erinnerte an alte, klebrige Kinoböden. Ein Schritt nach dem anderen ging ich nach hinten, wild nach einem Ausgang suchend. Ich sah nicht mal ein Fenster. Ich hatte keinen Ausweg und wie langsam war ich doch. Die Bewegung eines Astronauten. Irgendwas klatschte vor mir auf den Boden und meine rechte Gesichtshälfte war blind. Dann stieß ich mit dem Rücken gegen hartes Holz. Es fühlte sich an, als wären große Teller meiner Rückseite aufgesprungen und warme Flüssigkeit lief auf meine Beine hinab. Der Kellner hatte mittlerweile einen Großteil des Weges zurückgelegt. Ich drehte mich um. Es war die Uhr. Ohne zu zögern hämmerte ich meinen Ellbogen auf das Uhrenglas. Es knackte erbärmlich, als wäre das, was von meinen Knochen noch übrig, eine Mischung aus morschen Ästen und Gummi gewesen. Ich ignorierte die Schmerzen, die erstaunlich dumpf und körperlos zu sein schienen. Ich schlug nochmal. Diesmal barste die Scheibe. Nun begriff ich, was mein Unterbewusstsein schon lange vor mir geplant hatte, und griff nach den übereinander liegenden Zeigern. Da spürte ich eine Hand auf der Schulter.
Meine Knie waren am Nachgeben und die Kraft, die mich nach hinten riss, war gewaltig. Der Raum begann für mich, die Konturen zu verlieren. Ich verlor den Halt. Im Ruck nach hinten muss ich die Zeiger jedoch ein klein bisschen bewegt haben, sonst könnte ich mir das daraus Folgende nicht erklären. Die Hand zog erst etwas schwächer und ich konnte es fast nicht glauben, begann danach, mich etwas wegzudrücken. Ich bewegte mich wieder auf die Zeiger zu. Diesmal begann ich, sie richtig zu fassen. Ich zog. Familienpizza auf der 12, dachte ich nur. Ich zog die Zeiger nach links gegen den Uhrzeigersinn und mir wurde schwindelig. Herzhafte Burger auf der 10. Und die Zeiger passierten auch diese Stelle. Die Hand begann sich von meiner Schulter zu lösen. Gekochte Leber auf der 8. Eine formlose Kraft begann in meinen geschundenen Körper zu fließen. Gefüllter Pansen auf der 6. Meine Blicke auf der rechten Gesichtsseite begannen sich wieder einzustellen. Ich konnte die Zeiger jetzt deutlich erkennen. Sie waren bereits halb rum. Hack und Fleisch auf der 4, brüllte ich und bemerkte nicht einmal meine wiedergekehrte Stimme. Ich schrie mir wortwörtlich die Seele aus dem Leib. Geschnetzelt ist auf der 2. Und ein Gefühl der Schwerelosigkeit überkam mich. Und die Zeiger flogen. Und alles wieder zurück, schrie ich an die Wände und die Welt blieb einfach stehen. Ich zitterte am ganzen Körper. Mein Herz raste wie wild. Ich starrte auf die Uhr. Sie war wieder auf 12, die auch gleichzeitig die 0 war, und betrachtete sie wie Seiltänzer den Abgrund. Es funktioniert. Es hat funktioniert. Eine Stimme erklang. Eine Stimme, die ich nur zu gut kannte. Mensch, Mädchen, setz dich wieder hin. Ich war noch nie so erleichtert, wie jetzt die herrische Stimme meines Vaters zu hören. Ich drehte mich voller Erwartung um, doch zögerte ich kurz in der Bewegung. Was, wenn das ein Trick ist? Was, wenn doch alles wie vorher ist und ich sehe dann auf 3 riesige Fleischberge, die zusammengesunken auf den Tellern liegen, wie Klumpen nassen Matsch? Doch da streift mein Blick schon ihre Silhouetten. Und ich weiß, sie sind echt. Und als ich sie vollends erblickte, nahm ich die Beine in die Hand und fiel ihnen allen um den Hals. Ich machte eine so weitreichende Bewegung, dass ich sogar einen von diesen grässlichen Tellern umwarf. Mein Vater war sofort wieder auf 180, aber das war mir egal. Jetzt fehlte nur noch der letzte Schritt. Wir mussten da raus. Komme, was wolle. Ich musste mir was überlegen, aber das war kein Problem. Ich hielt mir einfach den Arm an den Körper und täuschte große Schmerzen vor, während ich auf den Ausgang zuwandte. Mein Vater war schon aufgestanden und ich war mir sicher, wenn sie nicht sofort kommen würden, dann kurz darauf, nur um zu sehen, was mit mir los war. Alle Konsequenzen dieser Täuschung waren mir egal. Wenn ich sie gerettet hatte, könnten sie mich beschimpfen und belachen, so viel sie wollten. Ich würde es mit Freude entgegennehmen. Ich ging an der Innentür zum Ausgang vorbei und mein Blut gefror ein weiteres Mal. Ich starrte genau in die Augen des Kellners. Er stand perfekt mittig an der linken Seite zwischen den beiden Türen. Unsere Blicke trafen sich, aber meine Füße bewegten sich einfach weiter. Einfach nur nach draußen. Und dann war es schon vorbei. Kalte Luft umfing mich wie eine göttliche Umarmung und nie hatte sie besser geschmeckt. Jede Farbe in meinen Augen erfüllte mich mit Leben und der Duft nach nassem Gras und Laub war nie schöner als in diesem Augenblick. 2 Arme legten sich um meine Schultern. Jeder Muskel, der sich gerade noch in Erwartung grenzenloser Freude entspannt hatte, zog sich wieder zusammen und meine Augen weiteten sich wie sonst nie mehr. Doch als ich den sommerlichen Geruch des Parfüms meiner Mutter wahrnahm, wusste ich es. Diesmal auch ganz bestimmt. Ich bin und bleibe in Sicherheit. Nur der letzte Schock führe auf den Weg. Ich bin gerettet. Ich habe seitdem keinen Fuß mehr in dieses Restaurant gesetzt und werde es auch ganz sicher nicht mehr tun. Aber mein jetziger Arbeitsweg führt ab und zu noch daran vorbei.
Und jedes Mal, wenn ich auf der Straße an dem Gebäude vorbeifahre, kann ich es einfach nicht lassen, einen Blick dorthin zu riskieren. Ich halte Ausschau. Worauf genau, kann ich aber nicht sagen. Vielleicht nach dem Kellner, den ich nie wieder sah. Vielleicht auch nach etwas anderem, Unbestimmten. Aber eines weiß ich mit absoluter Bestimmtheit und ist mitunter einer der Gründe, warum ich mich nicht abwenden kann. Der Raum, in dem wir damals gesessen hatten und uns dieser Albtraum widerfahren ist, hatte keine Fenster. Aber dennoch blicke ich jedes Mal aus den Scheiben meines Autos in zwei von ihnen, welche den Blick auf den großen Esstisch freigeben, von dem ich beschwören könnte, dass es derselbe ist. Aber neben all diesen Sachen ist noch etwas seltsam. Der Platz der großen Standuhr, deren mächtiger Klang die Wände erbeben lässt, ist weg. Und doch weiß ich es. Sie wird da sein. In einer bestimmten Zeit in diesem verfluchten Restaurant wird sie da sein. Und vielleicht würde die Ruhe länger währen, wenn ich und meine Familie diesen Ort niemals verlassen hätten. Wer anders wird kommen? Sei es eine Braut, ein Konfirmand oder auch nur eine einfache Familie. Eines Tages wird sie da sein, stumm und in der Ecke. Und ein hagerer Mann mittleren Alters wird dem Tisch voller lachender und spaßender Menschen eine Karte reichen. Die für spezielle Anlässe. Immer wieder verschwimmen die Kacheln des kalten Operationsraumes, wenn er sich auf seine Aufgabe konzentriert. Der Operateur weiß, dass er sich zusammenreißen muss. Das regelmäßige Piepen des Herzmonitors hilft ihm dabei. Seine Aufgabe ist nicht einfach. Er wischt sich mit dem Ärmel über die Stirn, um den Schweiß daran zu hindern, ihm in die Augen zu laufen. Er braucht seine Augen, jetzt mehr denn je. Die Operation ist lebenswichtig. Die Umstände sind widrig. Das arme Schwein, das da vor ihm auf dem Tisch liegt, ist vom Schicksal arg gebeutelt worden. Der Fuß und der Unterschenkel fehlen bereits. Das andere Bein musste schon komplett abgenommen werden. Rauch, denkt der Operateur. Jetzt ist der verbleibende Oberschenkel an der Reihe. Sie hatten versucht, so viel wie möglich zu retten. Der Patient sollte die Chance bekommen, ein halbwegs normales Leben zu leben, wenn er diese unglückliche Sache hinter sich gebracht hätte. Es sieht nicht so aus, als ob das klappen würde. Bedauern, fast schon eine tiefe Traurigkeit, erfüllt den Operateur. Der Mann ist im selben Alter wie er selbst. Auch er hat eine Frau und zwei Kinder. Eine Tochter und einen Sohn. Beide in ihren frühen 20ern. Er darf sich davon nicht ablenken lassen. Wie es weitergehen würde, würde man sehen, wenn die Operation geglückt wäre. Die vorangegangenen Amputationen hatten den Patienten schon ziemlich geschwächt. Der Operateur verfluchte die Umstände, unter denen er arbeiten musste. Die Anästhesieschwester und der Assistenzarzt sind unzuverlässig. Nein, das ist ungerecht, denkt der Operateur. Vermutlich verlassen sie den Operationssaal immer wieder, weil sie in dieser Karikatur eines Krankenhauses noch mehr Leben zu retten haben. Wo ist er hier nur gelandet? War gelandet überhaupt das richtige Wort? War er nicht selbst daran schuld? Egal. Er muss sich jetzt konzentrieren. Im Geiste geht er die notwendigen Schritte durch. In der Leiste abbinden, so fest es nur möglich ist. Es gibt hier keine Blutkonserven und jeder Tropfen ist kostbar. Die Hände des Operateurs gleiten fast schon nachdenklich über den Gurt, den er dazu verwenden wird. Er wird halten, weiß er. Er hatte ihn auch schon für die anderen Operationen benutzt. Dann vergewissert sich der Operateur, dass auch die Stange da ist, die er verwenden wird, um den Gurt so lange in sich zu verdrehen, bis der Druck groß genug ist und die Amputation vorgenommen werden kann. Er weiß, dass das Abbinden dem Patienten große Schmerzen verursachen wird. Er weiß auch, dass diese Schmerzen erst der Anfang sein werden. Die Anästhesieschwester wird zwar helfen, aber ihre Mittel sind eingeschränkt. Kein Propofol, Thiopental oder Etomidat und auch kein Succinylcholin oder Rucuronium. Nur Alkohol.
und die Muskelkraft des Assistenzarztes und der Schwester, die den Patienten ruhig halten sollen. Der Operateur hat alle Instrumente geschärft und gereinigt, so gut es geht. Klinge, Schere und Säge. Sie stehen bereit, sind in hochprozentigen Alkohol eingelegt und glitzern den Operateur böse an, in ihrer präzisen, mitleidslosen Schönheit. Sie wollen schneiden und trennen und entfernen. Dem Operateur wird kalt, obwohl er schwitzt. Er fühlt sich müde, schon viel zu lange wach, schon viel zu lange nichts gegessen, denkbar ungeeignet. Eigentlich sollte jemand anderes diese Operation durchführen, aber er weiß, dass er es ist, der es tun muss. Es ist kein Arzt verfügbar. Er weiß auch, dass er nicht mehr allzu lange warten sollte. Mit jeder Minute, die verstreicht, wird der Patient schwächer. Er bringt den Gurt an, führt die Stange durch die Schlaufe und beginnt zu drehen. Wenn er fertig ist, wird er die Schwester und den Assistenzarzt rufen. Der Herzmonitor sendet seine akustischen Signale jetzt in einer etwas höheren Frequenz aus. Aber jetzt darf er kein Mitleid mehr kennen. Weder mit seinem Patienten noch mit sich selbst. Jedes Zaudern, jedes winzige Quäntchen von Schwäche kann am Ende dazu führen, dass der Patient stirbt. Er verdreht den Gurt und mit jeder Drehung der Stange bäumt der Patient sich auf und schreit. Für Halten zuerst, dann immer lauter und hemmungsloser. Mit jeder Drehung der Stange wird der Schmerz stärker. Der Operateur stöhnt jetzt ebenfalls vor Anstrengung. Beinahe klingen die beiden Männer, als ob wilde Tiere miteinander kämpfen würden. Oder ficken, denkt der Operateur. Dann überlegt er für den Bruchteil einer Sekunde, wie groß die Chance auf Sex für einen Beinlosen wohl sein mochten. Dann, was ist eine Frau ohne Arme und Beine? Ein Bumsklumpen. Galgenhumor. Unangebracht und hässlich, aber er hilft ihm dabei, die nötige Distanz zu wahren. Mehr. 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 Mehr drehen und nicht auf die Schreie des Patienten achten. Noch mehr drehen. Der Gurt schneidet jetzt tief ins Fleisch hinein. Ausreichend tief, um all die großen Adern fest genug zusammenzupressen. Tief genug, um erneut zu verhindern, dass der Patient verbluten wird. Der Oberschenkel ist dicker als die Stelle unterhalb des Knies, an der letzte Amputation durchgeführt worden war. Der Operateur schafft noch 3 Umdrehungen. Mehr bekommt er nicht hin. Das muss reichen. Er fixiert die Stange und das Jammern des Patienten ebbt langsam ab. Auch der Operateur atmet jetzt ruhiger. Man kann sich an so vieles gewöhnen. Der Mensch ist ein Wunder der Natur. Widerstandsfähiger, als man glaubt, macht der Operateur sich Mut. Die nötigen Schritte müssen jetzt schnell und präzise aufeinander folgen. Er strengt sich an und ruft laut nach der Anästhesieschwester und dem Assistenzarzt. Er muss eine Weile auf sie warten und in dieser Zeit redet er beruhigend auf den Patienten ein. Automatisch abgespulte Floskeln, wie man sie eben gegenüber Patienten benutzt. Während sein Mund die Worte formt, denkt er sich an angenehmere Orte, will vergessen, dass er müde und hungrig ist und Angst hat, dass er versagen könnte. Nur ruhig. Sie werden sehen, es ist gleich vorbei. Zu Hause, im kleinen Garten hinter dem Haus. Es ist Sommer. Die Kinder toben halbnackt mit Spritzpistolen und Wasserbomben, unschuldig wie im Garten Eden. Ein sachter Wind weht und spielt mit ihrem goldenen Haar. Wir kriegen das schon hin. Neben ihm sitzt seine Frau mit ihm am Tisch auf der Terrasse. Sie blättert in einer Zeitschrift und wenn sie von ihr aufschaut, um einen Blick auf die Kleinen zu werfen, lächelt sie. Nur noch etwas Geduld. Bald haben sie es überstanden. Ein späterer Zeitpunkt, ein anderer Ort, eine Schulaufführung. Die Klasse seiner Tochter hat Theater gespielt. Weder das Stück noch die Darbietung waren besonders gut, aber der Applaus der Eltern ist wohlwollend und zaubert den Kindern Freude in die Gesichter. Es wird wehtun, das schon. Da kann und will ich ihnen nichts vormachen. Aber sie werden sich hinterher nicht mehr an die Schmerzen erinnern. Noch später im Leben. Abendessen. Der Operateur sitzt mit seiner Frau und seiner Tochter am Tisch. Der Sohn kommt herein. Er ist stolz, weil er die Führerscheinprüfung im ersten Anlauf bestanden hat.
Der Operateur hat Bedenken, weil sein Sohn ein Heißsporn ist. Keine Sorge. Sie werden es überstehen. Das verspreche ich Ihnen. Der Operateur mit seiner Frau im Theater, die Nibelungen. Er weiß, dass seine Frau diesen schweren deutschen Kram nicht mag und nur ihm zuliebe mitgekommen ist. Sie lässt es ihn nicht spüren. Bleiben Sie ruhig liegen. Sie können mir vertrauen. Ich bin ein Profi. Er selbst, in einer Kneipe nahe seines Arbeitsplatzes. Überall sind seine Freunde um ihn herum. Sie feiern seine erste erfolgreiche Operation, Blinddarmentfernung. Hat reibungslos geklappt. Denken Sie jetzt nicht an die Zukunft. Konzentrieren Sie sich aufs Hier und Jetzt. Alles andere wird sich fügen. Ein Ferienhaus in Schweden. Sie schwimmen im See. Manchmal angelt er. Sie überlegen, ob sie es kaufen sollen für den Ruhestand. Wenn es vorbei ist, bekommen Sie als erstes etwas Leckeres zu essen. Er und seine Frau kochen zusammen. Sie lachen viel und trinken Wein und das Essen brennt an. Sie küssen sich und lachen noch mehr. Sie haben schon so viel hinter sich. Da ist das hier doch ein Klacks. Eine Skipiste. Schmerz, als er stürzt und sich den Arm bricht. Er selbst auf dem OP-Tisch. Sie setzen Schienen und Schrauben ein. Die Zeit der Genesung danach. Seine Familie ist am Krankenbett, als er aufwacht. Die Nerven in seiner rechten Hand haben durch den Bruch etwas gelitten, aber er übt und übt und übt, so lange, bis er wieder operieren kann. Freude, als es soweit ist. Mein Team ist gleich da. Sie müssen nicht mehr lange warten. Endlich kommen sie wieder. Wieder flimmern die Wandkacheln vor den Augen des Operateurs und er blinzelt. Er hat einfach schon zu oft operiert in der letzten Zeit. Die blonde Anästhesie-Schwester lächelt dem Operateur freundlich und professionell zu. Dann macht sie sich ans Werk und flößt dem Patienten den Alkohol ein. Der Operateur kann beinahe selbst fühlen, wie die Flüssigkeit in der Kehle brennt und sich danach warm im Magen ausbreitet. Der Patient schluckt ein halbes Wasserglas, mehr wäre nicht ratsam. Die Anästhesie-Schwester findet lobende Worte für den Patienten, die sie ruhig und gelassen, beinahe schon hypnotisch ausspricht. Sie hat Routine. So redet sie mit jedem ihrer Patienten. Auch hier haben ihre Worte eine Wirkung, wenn auch eine kleine. Das Piepen des Herzmonitors wird etwas langsamer. Der Operateur weiß jedoch, dass das nicht lange so bleiben wird. Er wirft einen Blick auf den Beinstumpf. Der Oberschenkel ist blass, fast schon blau. Ein gutes Zeichen. Der Gurt sitzt fest genug, um das Fleisch wird kaum noch durchblutet. Die Anästhesie-Schwester tritt jetzt um den OP-Tisch herum und legt dem Patienten ihre Hände auf die Stirn, beginnt dann sachte, seine Schläfe zu massieren, während sie weiter in ihren hypnotischen Tonfall spricht. Der Operateur weiß aus irgendeinem Grund, dass die Berührung ihrer Hände kühl sein muss. Der Assistenzarzt ist jetzt auch da. Er streicht sich eine Strähne seines etwas zu langen, hellen Haares aus der Stirn und macht sich daran, den Docht einer selbstgebauten, aussehenden Lampe anzuzünden. Die Flamme lodert hoch und der Operateur kann etwas von ihrer Wärme spüren. Gerne würde er seine Hände in der Nähe des Feuers bringen, bevor er sich ans Werk macht. Er weiß aber, dass die Flamme einen anderen Zweck hat. Der blonde Assistenzarzt ist vielleicht ein paar Jährchen älter als die Anästhesie-Schwester. Und jetzt hält er ein dünnes Stück Blech mit Hilfe einer Zange in die Flamme. Er bewegt es hin und her, damit es gleichmäßig erhitzt wird. Für die Dauer der Operation wird er nichts anderes tun als das. Er wird das Blech zum Glühen bringen. Es ist dünn genug. Erst wenn der Oberschenkel abgetrennt ist, wird er in Aktion treten und den Stumpf ausbrennen. Der Patient sieht das auch und beginnt unruhig zu werden, weil er schon ahnt, welchen Zweck dieses Blech hat. Er will sich trotz seiner Fixierung aufsetzen, hebt den Kopf, doch die Anästhesie-Schwester drückt mit sanfter Gewalt seine Stirn auf den OP-Tisch. Sie gibt ihm noch einen Schluck, dann sagt sie, dass es nun aber reichen muss und wirft dem Operateur einen Blick zu, der besagt, dass er nun endlich anfangen soll. Der Operateur schluckt. Sein Blick verschwimmt und wieder wischt er sich den Schweiß aus dem Gesicht, damit er ihm nicht in den Augen brennt.
Auch der Assistenzarzt hat sich jetzt halb zu ihm umgedreht und der Operateur kann in den Gesichtern seiner beiden Helfer das grenzenlose Vertrauen sehen, das sie ihm entgegenbringen. Beide, die Anästhesie-Schwester und der Assistenzarzt, nicken ihm zu. Keinesfalls will er sie enttäuschen. Der Gedanke schenkt ihm Zuversicht und endlich bringt er es über sich, nach dem Instrument zu greifen. Er holt es aus dem Gefäß mit dem Alkohol, schüttelt es ab, macht es bereit und setzt die Klinge an. Kaum berührt das Metall das Fleisch, beginnt der Patient erneut zu brüllen und der Monitor wird geradezu hysterisch. Aber es hilft nichts. Der Oberschenkel muss weg und jetzt ist nicht die Zeit zu verzagen. Er würde das Leiden nur unnötig in die Länge ziehen. Die Klinge schneidet tief ein, durchtrennt Haut, Fettgewebe und Muskelfasern. Sie zerteilt Venen, Arterien und Nerven. Der Operateur wendet alle Kraft auf, die er in sich hat, obwohl mental als auch physisch, denn die Klinge ist kurz. Und mit der anderen Hand muss er Fleisch und Gewebe wegdrücken, damit er sehen kann. Der Assistenzarzt klemmt das Blech jetzt so ein, dass es von selbst über der Flamme bleibt und kommt der Anästhesieschwester zu Hilfe, die Mühe hat, den Patienten ruhig zu halten. Die Hände des Operateurs zittern jetzt merklich. Er muss durchatmen und zieht die Klinge aus der Wunde. Sofort beginnen seine Helfer auf ihn einzureden. Machen Sie weiter. Sie dürfen jetzt nicht aufhören. Ruhig, Sie schaffen das. Los, weitermachen. Wir verlieren ihn sonst. Nicht aufgeben. Wir wissen, dass es schwer ist, aber es muss sein. Los, bis runter auf den Knochen an der Oberseite, dann das Bein hoch und in die Rückseite schneiden, bis gesägt werden kann. Die Anästhesieschwester spricht auch mit ihm in ihrem ruhigen, hypnotischen Tonfall, während der Assistenzarzt deutlich mehr Dringlichkeit in seine Worte legt. Sehen die beiden denn nicht, wie weh es tut? Und all das Blut, das trotz des straff gespannten Gürtels aus den Adern strömt und mir die Sicht erschwert? Wie können Sie das von mir verlangen? Verzweiflung macht sich breit im Operateur und gleichzeitig weiß er, dass sie recht haben. Er sammelt sich und schneidet weiter. Aber er kann es jetzt nicht mehr so schnell tun. Er weiß nicht, ob die Klinge bereits wieder stumpf geworden ist oder ob es an seinen schwindenden Kräften liegt. Er braucht wirklich etwas zu essen. Aber das geht jetzt nicht. Es ist nichts da. Er kann nicht einfach aufhören. Es führt kein Weg zurück, nachdem der erste Schnitt gemacht ist. So lautet das grausame Gesetz seiner Zunft. Er reißt sich zusammen und strengt sich mehr an. Noch immer hat der Patient Kraft genug, um laute tierische Schreie auszustoßen. Der Herzmonitor stimmt mit ein, verleiht ihm noch mehr irremachende Dringlichkeit. Die Rückseite des Oberschenkels, nur wenige Zentimeter unterhalb des Gesäßes, ist schwieriger zu erreichen. Der Operateur muss jetzt fast blind arbeiten und nur seine Erfahrung macht es möglich, dass er nicht nur einfach willkürliche Schnitte ausführt, sondern seinem Ziel Millimeter für Millimeter näher kommt. Der Operateur ist beinahe am Ende seiner Kräfte, als er den ersten Etappensieg erringt. Der Knochen. Er liegt endlich frei. Und noch ist die Menge von Blut, die austritt, überschaubar. Die Schwester und der Assistenzarzt loben ihn, ermutigen ihn aber sogleich um Himmels Willen jetzt nicht aufzuhören. Der Operateur macht die Säge bereit, taucht sie erneut ein in den Alkohol, dann setzt er sie am Knochen an. Die desinfizierende Flüssigkeit brennt höllisch im Fleisch des Patienten, setzt die durchtrennten Nerven in Brand. Der Patient zuckt und bindet sich, die Schreie sind jetzt etwas leiser, aber der Herzmonitor scheint wie wahnsinnig zu brüllen. Die geschundene Kreatur zuckt erneut und der Operateur lässt sein Instrument fallen. Es kullert ein Stück über den von Blutspritzern bedeckten Boden. Die Assistenten halten den Patienten weiterhin fest, helfen dem Operateur nicht, es wieder aufzuheben. Dafür schreien sie ihn jetzt an. Sie schreien, dass er sich beeilen muss, dass er machen soll, dass er einfach machen soll, dass alles gut wird. Die Anstrengung, als er sich vorbeugt und nach der Säge greift, lässt ihn beinahe bewusstlos werden. Er kommt nicht ganz an sie heran. Es fehlen wenige Millimeter. Er strengt sich noch mehr an, beugt sich zur Seite hin und flucht. Und dann gelingt es ihm. Er bekommt die Säge zu greifen. Er muss das Fleisch erneut auseinanderziehen. Und jetzt schreit nicht nur der Patient. Auch er, der Operateur, schreit und flucht. Und dann beginnt er zu sägen.
Der Knochen ist dick an der Stelle kurz vor dem Kugelgelenk. Und wie die Klinge es war, ist auch das Sägeblatt nur kurz. Diese Geräusche. Oh, diese Geräusche. Hölzern, auf falsche Weise laut und doch fleischig und nass. Schlimmer als das Schreien, schlimmer als das inzwischen rasende Piepen des Herzmonitors. Die Hand des Operateurs wird schwächer und schwächer, im selben Maße, wie er selbst den Mut zu verlieren droht. Wieder beginnen sie, auf ihn einzureden. Sie feuern ihn an und er bewegt methodisch und manisch zugleich die Hand mit dem Sägeblatt hin und her, ignoriert die Schreie des Patienten, sägt und sägt und sägt und sägt und dann ist es endlich geschafft. Der Operateur ist schweißgebadet und blutbespritzt, als der Oberschenkel nach unten hinwegklappt, nur noch von etwas Haut gehalten. Dem Operateur ist schlecht. Gleichzeitig glaubt er zu schweben. Hier ist nichts mehr mit Schweben. Dabei will ich schwimmen in Schweden. Er lacht hysterisch. Mit Mühe und zitternden Fingern hantiert er an seinem Instrument herum, macht die Schere bereit. Er ist nervös, fiebrig, er glaubt, er wird krank werden. Am Ende gelingt es ihm und er benutzt die Schere, um die Amputation zu vollenden, indem er die letzten nötigen Schnitte macht. Mit einem nassen Laut fällt der Oberschenkel herunter. Der Assistenzarzt und die Anästhesieschwester applaudieren laut und ausgelassen. Etwas von ihrer Freude strahlt auf das Gemüt des Operateurs ab und für eine Sekunde fühlt er sich euphorisch. Ja, er hat es geschafft. Er hat es hinbekommen. Er atmet die eisige Luft tief ein, kostet dieses simple Vergnügen aus bis zur Neige, dann noch einmal und noch einmal. Er fühlt sich leicht, so als wäre eine schwere Last von ihm genommen worden. Die Anspannung fällt von ihm ab. Er will den Assistenzarzt und die Anästhesieschwester fragen, ob sie zur Feier des Tages etwas mit ihm essen gehen möchten. Aber sie sind schon weg. Sie sind wirklich unermüdlich, diese Kinder, denkt er und greift nach dem Fleisch auf dem Boden. Als seine Finger den Oberschenkel berühren, durchzuckt ihn ein jäher Gedanke. Hat der Assistenzarzt nicht etwas vergessen? Doch natürlich. Die Wunde muss ausgebrannt werden. Tut mir leid, mein Freund. Wir sind noch nicht ganz fertig. Der junge Assistenzarzt ist eben doch unzuverlässig. Langsam beugt der Operateur sich vor und versucht, die Zange zu fassen, um mit ihrer Hilfe das inzwischen glühende heiße Blech benutzen zu können. Er muss sich weit vorbeugen, über die Operationswunde des Patienten hinweg, und dann passiert es. Der so fest verdrillte Gurt löst sich plötzlich. Die Stange, die er selbst vor ein paar Minuten noch zum Festziehen benutzt hatte, wird in Drehung versetzt und, noch bevor der Operateur sie zu fassen bekommt, wird sie nicht mehr vom Zuge des Gurtes an Ort und Stelle gehalten. Mit einem metallischen Klappern fällt sie zu Boden, aber der Operateur hört es nicht mehr. Mit bloßen Händen versucht er panisch, das ausströmende heiße und in der kalten Luft dampfende Blut im Körper des Patienten zu halten. Aber es rinnt unaufhaltsam und dunkelrot zwischen seinen Fingern hindurch. Und immer, wenn er die Position seiner Hände verändert, um den Druck besser aufrecht erhalten zu können, schießen wieder und wieder große rote Fontänen hervor. Ein Schwall von Flüssigkeit, wie man mit einer Spritzpistole schießen würde. Er schreit nach dem Assistenzarzt und der Anästhesieschwester, brüllt ihre Vornamen. Aber sie hören ihn wohl nicht. Sie sind anderswo. Sonst würden sie doch kommen, oder? Sonst würden sie doch kommen. Es wäre schön, wenn sie jetzt hier wären. Schön. Der Herzmonitor wird immer leiser. Und schließlich kann der Operateur ihn gar nicht mehr hören. Samstagabend, Essenszeit.
Mein Vater beißt in das Fleisch. Meine Mutter beißt in das Fleisch. Mein Bruder beißt in das Fleisch. Ich würde sie am liebsten erschießen. Ihnen das Tier von den Tellern reißen oder sie hinschlachten. Genauso, wie sie es mit ihm gemacht haben. Das Fleisch ist zart und saftig, im Inneren noch leicht blutig. Der Duft von schwarzem Pfeffer und Rosmarin steigt von der kross gerösteten Unterseite auf. Ich muss würgen, als ich den toten Zellhaufen auf meinem Teller anstarre. Gestern hast du noch gelebt, geatmet, geliebt, geträumt, bist über die Wiesen gerannt und hast dich am frischen Gras erfreut. Dunkelroter Bratensaft rinnt aus dem Mundwinkel meines Vaters und tropft in seinen Hemdkragen. Mir treten Tränen in die Augen und ich würde mich am liebsten übergeben. Was ist denn?« fragt er besorgt und kauend, als er das Glitzern in meinen Augen wahrnimmt. »Nichts, nichts«, antworte ich ausweichend und stochere betrübt in meinem Salat herum. Das Steak habe ich angewidert an den Tellerrand geschoben. Mein Vater lässt nicht locker. »Waren Sie in der Schule wieder gemein zu dir?« Seine mitfühlenden Augen sind groß und unschuldig. »Mörder.« »Nein, nein, waren Sie nicht«, antworte ich mit einem gekünstelten Lächeln, das meine Wangen schmerzen. »Nicht gemeiner wie sonst immer. Meine einzige Freundin ist eine Kuh namens Mathilda, die auf einer Weide hinter unserem Haus lebt. Ich liebe sie so sehr, sie ist mein Ein und Alles. Den ganzen letzten Sommer haben wir zusammen verbracht, draußen in der Natur, bei den anderen Tieren. Ach, ich war so glücklich. Die schönen Gedanken werden vom monotonen Stampfen der Zähne meiner Familie verscheucht. Sie zerkauen das Fleisch, das tote Fleisch, das gestern noch gelebt hat, und fühlen nichts dabei. Keine Scham, keine Trauer, nicht einmal Dankbarkeit. Dreckige Mörder. Ich bin satt, sage ich entschlossen, stehe vom Tisch auf und verschwinde für den Rest des Tages in meinem Zimmer. Samstagnacht, Schlafenszeit. Hunger nagt an meinen Gedärmen, Selbsthass und Verachtung für alles Menschliche an meinem Verstand. Schlaflos wälze ich mich im Bett und kaue an meinem Knöcheln herum, eine Gewohnheit, die ich mir nicht mehr abgewöhnen kann. Die abgerissene, getrocknete Haut auf dem Zimmerboden bäumt sich auf und blökt mich klagend an. Ich wollte das Fell schon immer wegwerfen, doch Mama erlaubt es nicht. Mittlerweile ist es neben Mathilda mein zweiter bester Freund. Ich lege mich wie jede Nacht daneben und fange leise an, vor mich hin zu schluchzen. Es tut mir so leid, es tut mir so leid, es tut mir so leid. Wir alle sind Mörder und müssen bestraft werden. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich beiße fester an meine Fingerknöchel, fester und fester und fester, bis die dünne Haut bricht und der Geschmack von Blut meinen Mund füllt. Ich nage an meinem Fleisch herum, so lange, bis sich ein Stückchen davon löst und wie die Laschen einer Konserve absteht. Ich stöhne vor Schmerz und Tränen laufen aus meinen Augen. Egal. Ich klemme das Hautstück zwischen meine Zähne und ziehe langsam einen Streifen von meinem Handrücken. Die Haut und die darunter liegende Fettschicht löst sich leicht, doch das tiefere Gewebe ist zäher. Brennende Schmerzen kriechen von meiner Hand in den Arm und breiten sich in Sekundenschnelle in meinem ganzen Organismus aus. Ich schreie gequält auf und beiße mir gerade noch rechtzeitig auf die Zunge, um ein lautes Heulen zu unterdrücken. Trotz der unsäglichen Qualen fährt ein wohliger Schauer durch meinen Körper, denn ich weiß, ich habe es so verdient. Blut strömt von meiner Hand und tropft auf das Schafsfell. Es saugt den roten Lebenssaft gierig auf und stellt sofort das klägliche Blöken ein. Seine Zufriedenheit ist Balsam für meine Seele und mildert den unerträglichen Schmerz. Mit einer ruckartigen Kopfbewegung reiße ich den Fleischfetzen von meiner Hand und schlucke ihn herunter. Das fühlt sich richtig an. Ich wiederhole den Vorgang, bis meine rechte Hand komplett entblättert ist und mich die Schmerzen fast umgebracht haben. Die Sehnen und Muskeln bewegen sich in ihrem roten, feuchten Bett aus Blut und Fettgewebe, als meine schwachen Finger leicht zucken.
Freudentränen rollen über meine Wangen und vermischen sich in den Mundwinkeln mit meinem eigenen Blut. Der Geschmack der Buße. Ich tätschle das kleine, blutige Schaf zu meiner Rechten und es leckt dankbar über den zerfleischten Überrest meines Handrückens. Kalter Schweiß strömt an meinem zitternden Körper hinunter. Ja, ich habe es verdient. Wir alle haben so etwas verdient. Ich stehe schwankend auf. Das kleine Schaf stützt mich und rennt dann auffordernd in Richtung der Zimmertür, um mit dem Vorderhuf daran herumzukratzen. Es trabt wieder zu mir zurück und stupst mich ungeduldig mit seinem blutigen Kopf in die Seite. Ja, ja, sage ich träge und schlurfe aus dem Raum. Es folgt mir aufgeregt. Samstagnacht, Schlachtzeit. Hallo Mama, sage ich liebevoll, als ich mit der Axt über ihr stehe. Die Waffe ist eigentlich zum Holzhacken gedacht. Doch der Zweck entfremdet die Mittel. Mein Bruder hat schon bezahlt und Papa röchelt bereits an seinem eigenen Blut. Ich habe es nicht geschafft, seinen Hals mit einem einzigen Schlag komplett zu durchtrennen. Die Klinge fuhr nur durch die Kehle und stoppte, bevor sie seine Wirbelsäule zerschmettern konnte. Jetzt erstickt er langsam. Oder verblutet. Was auch immer. Das kleine Schaf steht neben mir und blökt zustimmend, als ich die Axt auf Mama zufahren lasse. Sie schreit nicht wie mein Vater und weint auch nicht wie mein Bruder, sondern starrt mich einfach nur entgeistert an. Tschüss, sage ich traurig und blicke auf das Blut, das aus ihrer gespaltenen Stirn quillt. Mittwochmittag, Essenszeit. Ich übergebe mich erneut. Das Fleisch ist wohl nicht mehr ganz gut. Es liegt nun bereits seit 3 Tagen in der warmen Küche und fängt langsam an, schlecht zu riechen. Fliegen summen um die 3 Kadaver, setzen sich auf die blinden, offenen Augen, die heraushängenden Zungen. Ich habe bereits den kompletten rechten Arm meiner Mutter, die Schulter meines Vaters und die beiden Unterschenkel meines Bruders gegessen. Dem Schaf gab ich das frische Blut zu trinken. Es stinkt jetzt zwar entsetzlich und sein seidiges Fell ist steif und verklebt, aber es ist glücklich. Ich starre in das Erbrochene, das in der Toilette hin und her schwappt. Halb verdaute Fleischbrocken von meinem Vater schwimmen darin herum. Das Fleisch ist nicht mehr gut. Ab morgen muss ich wohl wieder mein eigenes essen. Eintrag 1. Ich wache auf. Ich weiß es im Moment noch nicht, aber dieser Tag markiert das 4. Jahr, seitdem ich im Dogscape, dem Hundeland, lebe. Ich stehe vor dem Teppich, bestehend aus lebendem, beweglichem Hundefleisch unter mir auf und strecke mich in der morgendlichen Sonne. Ich brauchte eine Weile, bis ich lernte, auf der Fläche solider Hundemasse das Gleichgewicht zu halten, die nun jeden Zentimeter des Bodens bedecken. Doch heutzutage kann ich darauf so leicht und so schnell gehen und rennen, wie ich es auf solidem Beton konnte. Vielleicht schneller. Dies war einst eine Stadt, jedoch kann ich mich nicht daran erinnern, welche es war. Meine Erinnerung basiert einzig und allein auf einer massiven Säule von Hunden, die gen Himmel raken. Wahrscheinlich uralte Gebäude, welche nun vollkommen von einer hundeartigen Masse überwuchert sind. Einst habe ich eines erklommen, meine Finger und Zehen tief in die Hundemauer gegraben, um einen Halt zu bekommen. Und nach unzähligen Stunden des Kletterns wurde ich mit einem unglaublichen Anblick belohnt. Fell und Augen, röchelnde Zungen und wedelnde Schwänze, die nun die Kontur des einst brachen Landes umklammern und sich nun bis zum Horizont zu einer einzigen, gigantischen Masse ausbreiten. Nun mache ich das allerdings nicht mehr.
Nun lebe ich nur noch in den Tag hinein. Ich laufe zu den Gärten, wo Hundepflanzen in bizarren Formen aus dem Boden des Dogscapes wachsen und sich strecken, um die Welpenfrüchte direkt von den wedenden, lebhaften Zweigen zu rupfen. Ich beiße in das schmackhafte Fleisch, dessen Säfte mein Kinn herunterlaufen, nach unten tropfen, wo sie vom Bodenfleisch aufgenommen werden. Und ich erfreue mich an ihrem Geschmack. Ich habe Durst, daher suche ich, bis ich eine der Mutterhügel erblicke, wo ich dann an den Zitzenfeldern sauge, bis ich meinen Durst nach Milch gestillt habe. Manchmal sehe ich andere Menschen um mich herum, welche so an das Dogscape angepasst sind wie ich. Jedoch nehme ich von ihnen kaum Notiz, spreche nicht mit ihnen. Was gab es immerhin zu sagen? Die Welt hat sich verändert. Welche Bedeutung hätten unsere archaischen Worte noch? Freilaufende Hunde werden immer seltener und diejenigen, die ich sehe, scheinen so verloren, so teilnahmslos zu sein wie ich. Sie fressen ebenfalls von den Hundepflanzen, treten vorsichtig auf dem wellenden, blutenden Hundeboden auf, nehmen nur passiv Notiz von mir und anderen. In der Weite des Himmels, weit über dem Horizont, sehe ich manchmal riesige Formen, wie sie segeln oder krabbeln oder wellen. Und ich frage mich, ob in dieser Welt normale, einzelne, wandernde Hunde so veraltet sind wie ich. Tag 2. Ich habe mich einst nach unten gegraben, unter die Hunde, unter das Fell und die Ohren und das Kläffen. Es war mühsam und bedurfte weitreichender Planung. Ich musste einen der Hundebäume mit meinen Händen fällen, die gewundenen meterlangen Rückräte abtrennen, die ihnen als Zweige dienen, und sie mit Sehnen und Haut zusammenbinden. Doch bald hatte ich Werkzeuge, Mistgabeln, Speere, Schaufeln. Ich suchte mir einen Ort aus, an dem mir der Hundeboden flacher erschien, und fing an. Das Blut fing an zu spritzen, als mein Speer den Boden zum ersten Mal durchstach und nahm stundenlang kein Ende. Ich war von Kopf bis Fuß mit Blut und Innereien bedeckt und an mir haftende Stücke von Knochen und Fleisch und Hirnmasse. Doch ich gewöhnte mich an die kranken, zermalmenden Geräusche, ignorierte den Geruch und grub einfach nur tiefer und tiefer, hob aus und durchstach Hunde von immer merkwürdigerer Größe und Gestalt. Hunde mit zwei Köpfen, Hunde mit Händen, Hunde mit sich windenden Tentakeln statt Hinterbein. Schließlich erreichte ich das Ende der Hunde, oder vielleicht eher den Anfang von dem, das nach den Hunden kommt. Ein weites Feld aus mehrfarbigem Flickwerk an Fell, das sich in jede Richtung ausbreitete, in die ich grub. Ich hatte große Schwierigkeit, es zu durchstechen, doch blutete es kaum und trotz größerer Anstrengung schaffte ich es lediglich, das Fell abzuziehen, nur um daraufhin auf eine Lage gestreifter grauer Muskelmasse zu stoßen. Eintrag 3. Das Rinnsal plätscherte warm an den schwarzen, ledrigen Rändern des Welpenmundbächleins vorbei. Das Sabberwasser wandte sich, als beide vom Grund des Bächleins flossen, von dem immerzu hechelnden Zungen sehnsüchtig wartender Welpen gesäumt. Einen Stein am Ufer zu finden, bedeutet scharfe Milchzähne entwöhnender Hunde zu entdecken, welche in die Büsche wildwuchernden Unkrauts geworfen werden, welche es in die Furchen und das Ufer hineinwachsen. Der Kopf des Bächleins wird von einem einzigen Hügel goldenen Fels geteilt. Wie ein überzogener Felsbrocken, welcher mit einem großen goldenen Auge ausgestattet ist, welches einer beim Vorbeigehen beobachtet. Sollte das Auge dich erblicken, beginnt das Wasser an zu blubbern,
zu schäumen. Die Zungen bringen eine nervöse, jedoch liebliche Begrüßung mit gurgendem Jaulen hervor. Eintrag 4. Das ist das Dogscape. Das Hundeland. So nennen wir es. Wir Menschen, die uns zusammengetan haben, meine ich. Wir sitzen an Lagerfeuern und braten die Welpen, welche wir von den Hundebäumen sammeln. Das einzig Brennbare, das wir haben, ist dieses ätzende Fell, welches überall wächst. Es greift jeden Sinn an, doch bald ist das Essen zubereitet. Die einzige Nahrungsquelle sind die Hundebäume und die Mutterhügel. Einige, die dumm genug sind, graben nach Fleisch. Obgleich die Ausbeute groß ist, kommen die meisten nicht zurück, da das Hundefleisch über ihnen wieder zusammenwächst und sie im feuchten Boden einsperrt. Primitive Werkzeuge werden aus Knochen und Leder hergestellt, etwa Schaufeln, Messer und Kleidung. Ich lebe hier, seit ich denken kann. Es gibt wenige Hinweise auf die Zeit vor dem Fleisch. Doch was bringt es, sich über die Vergangenheit Gedanken zu machen, wenn man in der Gegenwart hungert? Ich bin der Schriftgelehrte unseres Stammes. Man nennt mich Doc. Ich hatte einst einen richtigen Namen, doch entschwand er meiner Erinnerung. Alles, was wir finden und unser Wissen, erhalte ich auf Seiten aus Leder fest, geschrieben mit Tinte aus Hundeblut. Es gab eine Zeit, in der es mehr von uns gab. Unser Stamm hatte einst an die 60 Menschen. Nun ist unsere Zahl auf an die 20 geschrumpft. Unser Stammesführer heißt Keith. Er weist uns an, Essen zu besorgen, Unterschlüpfe zu bauen und Feuer zu machen. Er missbraucht seine Macht, indem er sich 5 Frauen nimmt und mehr als seinen Anteil des Essens isst. Diejenigen, die ihn anzweifeln, haben des Nachts ihre Begegnung mit dem Tod. Es ist unerträglich, doch es gibt keine andere Wahl. Ohne Führung sind wir verloren, daher müssen wir seine Herrschaft erdulden. 2 Tage ist es her, seitdem ich etwas geschrieben habe. Ein Glück, dass Keith nicht lesen kann. Dann hätte er gesehen, was ich über ihn geschrieben habe, wäre ich tot. Gestern wurde Kot, eines unserer Mitglieder, getötet, als er versehentlich in eines der offenen Hundemünder fiel. Aufgrund seines Geschreis, als der Mund ihn auffraß, zwang ich mich, seinen Kopf mit einer Schaufel anzuschlagen, was ihn sofort tötete. Dieser Bastard Keith beansprucht daraufhin Kots Essenration für sich. Ich merke allmählich, wie die anderen Keiths Position als Machthaber überdrüssig werden. In dieser Nacht sprach keiner während dem Essen. Ich werde heute Nacht keinen guten Schlaf haben, höre ich denn immer noch Kots Schreie in meinen Albträumen. Ich fürchte um mein Leben. Feck wurde heute in Anwesenheit aller von Kev getötet. Er hatte sich geweigert, weiter nach Fleisch zu graben, woraufhin dieses Monster als Zeichen, dass er Arbeitsverweigerung nicht duldete, Feck mit bloßen Händen zu Tode prügelte. Feck war nicht einmal erwachsen. Er konnte nicht älter als 17 Menschenjahre gewesen sein. Das verringert unsere Zahl auf 18. Es gibt Keith, seine 5 Frauen, mich und die weiteren 11 Gräber und Sammler. Die anderen flüstern mir zu, dass ich der Stammesführer sein sollte. Ich denke, sie glauben, dass ich als Schriftgelehrter alle Antworten habe. Das wird sich zeigen. Bei Tagesanbruch wurde ich von Gar, einem der Gräber, geweckt. Er sagte mir, dass heute die Nacht der Nächte sei. Die anderen haben eine Idee. Sie wollen, dass ich mich heute Nacht zu neuem Stammesführer ernenne. Durch seine Wut geblendet, haben sie vor, Keith von hinten zu töten. Ich teile Gar mit, dass ich diesen Plan annehme und sie heute Nacht unterstützen werde. Auf was habe ich mich da nur eingelassen? Sie alle sollen verdammt sein. Ich erklärte Keith, dass ich ihn ablöse.
Er stand auf, von Wut zerfressen. Ich wartete auf den entscheidenden Schlag. Doch er traf nicht Kief, er traf mich. Es stellte sich heraus, dass Gar von Anfang an Kiefs Spion gewesen war. Sie trugen mich weit fort von den Gärten und banden mich an einen kahlen Hundebaum fest. Er sagte, ein schneller Tod wäre mir nicht von Nützen und dass ich unter der sengenden Sonne zugrunde gehen werde. Ich kann von hier aus nur knapp mein Tagebuch erreichen. Ich nehme an, dass das mein Ende sein wird. Als die Sonne ihren Höchststand erreichte, wurde die Hitze unerträglich. Ich sah Umrisse am Horizont. Sie waren nicht menschlich, es waren Hunde, die fraßen, was Menschen zurückgelassen hatten. Ich nahm an, sie würden auch mich auffressen. Stattdessen fraßen sie die blutigen Seile aus Fleisch, die mich festhielten. Ich war frei. Ich kniete zu den Hunden nieder und sah ihnen direkt in die Augen. Ich sagte ihnen, dass ich wüsste, wo sie ihre Bäuche vollstopfen konnten. Einer der Hunde bellte einmal, was ich als Bestätigung auffasste. Ich stand auf und wir zogen aus, um zu fressen. Sie waren mitten am Essen, als wir die Siedlung erreichten. Mit einem Todesblick näherte ich mich. Kief war erschrocken und wütend. Die Gräber und Sammler standen sofort auf, um ihn zu verteidigen. Ich nehme an, dass er sie bestochen hatte. Ich pfiff und die Hunde schlichen durch das Fell an meiner Seite. Es traf die Siedlung wie ein Blitz. Meine Faust schmetterte in Kiefs Gesicht in dem Moment, als meine Hunde sich auf die nahesten Wachen stürzten. Obgleich ich physisch eher schwach war, war ich durchaus schnell. Ich schnappte mir eine Schaufel und bohrte sie schnell durch Kiefs Bauch, als dieser orientierungslos war. Der Geruch war widerwärtig, was man von einem Mann wie ihm auch erwarten konnte. Die Hunde machten mit dem Rest kurzen Prozess. Natürlich half ich ihnen dabei, niemand wurde verschont. Ich stellte sicher, an Gar Rache zu nehmen. Die Hunde waren gegen Ende gesättigt. Ich nahm mir die Zeit und beerdigte jede einzelne Leiche oder was noch von ihnen übrig war. Ich lasse dieses Buch bei ihren Gräbern in der Hoffnung, dass irgendwer, der es versteht, eins finden wird. Falls du es findest, merk dir dies. Das Dogscape weiß alles und ist streng, aber gerecht. Es verschafft Gerechtigkeit, wo Gerechtigkeit gebraucht wird. Eintrag 5. Kurz nachdem das Dogscape entstand, hatte ich einen Hund. Sein Name war Karl und er folgte mir überall hin. Als ich schon fast an Hunger starb, brachte er mir Hundefrüchte. Als ich schon fast am Verdursten war, sammelte er Milch in sein Maul und brachte sie mir. Eines Tages verfing sich sein Bein in einem der Münder. Und ich konnte ihn nicht retten, weshalb ich zusah, wie der Mund Karl verschluckte. Einige Jahre später, als ich an die Stelle zurückkehrte, war Karl dort. Doch war er langgezogen und ich wollte ihn streicheln. Doch er war es nicht und er biss mich und wollte mich nicht loslassen. Ob Menschen auch Teil des Dogscapes werden können? Karl fehlt mir. Eintrag 6. In der neuen Wahrheit ist alles eins. Die große Hündin übersteigt jegliche Vorstellungskraft und bedarf der Arbeit vieler, um bequem und sauber zu bleiben. Wir Auserwählten werden jedoch belohnt. Aufgrund ihrer unendlichen Weisheit stattet uns die Patriarchin mit allem aus, was wir brauchen.
Wir saugen von ihrer ausgedehnten Zitze. Ein schmackhaftes Mahl wie kein zweites. Er spendet uns Beschützern Kraft, ernährt uns und gibt uns mehr, als wir jemals zu träumen gewagt hätten. Doch die Zeit naht, neue Arbeiter zu finden. Vielen von uns steht die Metamorphose bevor. Und bald werden wir mit der Herrlichkeit der großen Hündin vereint sein. Wir unterscheiden uns so grundlegend von den anderen, welche am fötalen Boden ihr Dasein fristen. Viele von uns besitzen bereits ein dichtes Fell. Und der alte Lawrence läuft schon auf allen Vieren. Bald werden wir unsere sterbliche Hülle abstreifen und Teil der großen Hündin werden. Unserer Mutter. Eintrag 7. Ich denke, wir alle wussten, dass der Krieg verloren war, als der General Selbstmord beging. Die Masse an Fleisch und Fell breitete sich einfach wellenartig aus. Wir fanden heraus, dass es, was immer es auch war, die Meere austrank und fraß, was ihm in den Weg kam. Luftschläge, Panzer, Granaten verlangsamten es nur. Wir lebten auf Zeit. Und dann nachts das Heulen. Es war einfach zu viel. Auf dem Gesicht des ehemaligen Soldaten breiteten sich ungewollte Tränen aus, als er sich an die Ereignisse erinnerte. Er saß dort, von seinen Gefühlen übermannt, und erzählte seine Geschichte einem Skelett, welches er gefunden hatte. Meine Einheit wurde vollkommen ausgelöscht. Ich sah diese Tentakeln und diese Münder. Sie wurde in Stücke gerissen. Ich rannte weg, obwohl meine Männer um Hilfe schrien. Es ist alles deine Schuld. Der Hundebaum wandte sich leicht. Die zahlreichen Augen, die auf ihm wuchsen, starrten direkt in Richtung des geisteskranken Mannes. Du hast alles zerstört. Du hast meine Freunde, meine Familie, verdammt nochmal, alle getötet. Er rannte und stach auf eines der Augen mit einem Knochensplitter ein. Ein Heulen kam auf und ein nahegelegener Hundebaum schlug ihn, sodass er mehrere Meter flog. Als er auf dem Boden aufschlug, brach er sich mehrere Rippen. Er hustete etwas Blut, stand jedoch wieder auf und rannte wieder auf den Baum zu. Dieses Mal rannte er direkt auf eines der offenen Münder des Baumes zu und trat ihm einige Zähne aus. Als Reaktion darauf biss der Baum den Mann in sein Bein, was diesem einen oder mehrere Zehen kostete. Er war so voller Adrenalin, dass er den Schmerz gar nicht wahrnahm. Er schlug und riss das Fleisch mit bloßen Händen, bis er knietief in Blut und Eingeweiden stand. Eine der Magenröhren, die er zerriss, begoss ihn mit einer Art Verdauungssaft. Es brannte, doch er musste weitermachen. Mit bloßen Händen grub und grub er, bis der Boden um ihn anfing, sich zu schließen. Er grub weiter, bis er sie fand. Das Herz und das Gehirn. Der Mann lachte über sein Glück, die beiden so nah beieinander gefunden zu haben. Er grub seine Hände in die graue Materie, verdrehte den Inhalt und ihm ging in seinem Fleischtunnel langsam der Sauerstoff aus. Er japste nach Luft und griff nach dem Herzen. Beim Herausreißen wurde ihm schwarz vor Augen. Als er aufwachte, hatten sich etliche Tentakel in seinen Körper gebohrt. Eines erreichte seine Wirbelsäule und verband sich mit seinem Stammhirn. Eine Flut von Gedanken ging durch seinen Kopf, während er Teil des Dogscapes wurde, und mehr Tentakel verbanden sich mit seinen lebenswichtigen Organen, als er Teil des Ganzen wurde. Er sah durch jedes Auge des Landes und er spürte jeden einzelnen Nerv des Planeten. Der Heilungsprozess riss ihn weiter in Stücke, doch fügte er neue Wege und Verbindungen hinzu. Es dauerte nicht lange, bis der Mann vollständig zersetzt worden war und seine Erinnerungen schwanden, während sein Gehirn das, welches er zerstört hatte, ersetzte. Thank you.
Eintrag 8. Drei Jahre und zwei Wochen ist es her, seitdem ich einen anderen Menschen getroffen habe. Ich weiß es so genau, weil ich mir für jeden Tag in mein linkes Bein, für jede Woche in meinen linken Arm und für jedes Jahr in meinen rechten Arm eine Kerbe schneide. Zugegeben, es ist nicht die effektivste Lösung, die Zeit zu bestimmen. Doch als ich anfing, dachte ich mir, ich sei schon längst tot. Oder das alles würde keine Bedeutung mehr haben, wenn all dies vorbei wäre. Wie gesagt, ich habe schon eine ganze Zeit lang niemanden mehr gesehen. Doch ich dachte, ich schreibe dies als Warnung für alle anderen dort draußen. Ich bin heute etwas Schrecklichem begegnet. Nun ja, eigentlich ist alles am Dockscape schrecklich, aber ich meine noch schrecklicher. Ich glaube, selbst innerhalb des Dockscapes ist es irgendeine abscheuliche Kreatur, da die streunende Hunde und die Münder es auch nicht so sehr mögen. Und dieses Schreien ist ein Geräusch, das ich nicht noch einmal hören möchte. Aber hier fängt es nicht an. Tut mir leid, aber das Blut, das ich verwende, ist nicht wirklich gut. Und ich kann es mir nicht leisten, welches zu verschwenden. Und nicht einmal daran zu denken, mit einer anderen Person seit Jahren zu sprechen, hat dazu geführt, dass ich nicht mehr klar denken kann. Aber ich werde es versuchen. Lasst mich von Anfang an erzählen. Der Tag fing ganz normal an. An diesem Tag machte ich meine wöchentlichen Besorgungen, also verließ ich mein Zelt, welches ich übrigens am Fuß einer Hundesäule in Richtung der untergehenden Sonne gelassen habe, falls ihr es noch braucht, was wohl ja nicht der Fall sein wird, da die Haut bestimmt schon schlecht geworden ist. Um die Hundefrüchte, die ich jede Woche brauchte, zu sammeln und meinen Beutel mit Milch zu füllen. Doch als ich zu dem Ort kam, an dem die Zitzen sein sollten, war dort nur ein blutiges Durcheinander, wo jemand tief in das Fleisch des Dockscapes gegraben hatte. Ich machte mir zunächst nichts daraus, ich musste nur wieder nach neuen Milchquellen suchen. Dann sah ich es. Zunächst hielt ich es für eine Person. Hätte ich einen Moment lang innegehalten und gründlich nachgeschaut, würde ich das hier jetzt nicht schreiben. Ich fing an, nach ihr zu rufen, um ihre Aufmerksamkeit zu erlangen, welche ich auch bekam, da sich zu mir umdrehte. Und ich merkte, dass ich einen großen Fehler gemacht hatte. Wenn ich zurückdenke, wären die langen Arme und der verdrehte Körper meine ersten Hinweise gewesen. Doch ich merkte nicht, dass etwas nicht stimmte, bis es sich zu mir umdrehte. Und ich sah, dass das, was ich meinte, ein Kopf zu sein, in Wirklichkeit ein formloser Haufen Fleisch war. Seine Arme breiteten sich nach außen aus und jeder Arm endete in zwei Hundebeinen. Das menschliche Gesicht auf seiner Brust öffnete sich und fing an zu schreien. Ich nahm an, dass das nichts Gutes war und hastete zu der nächstgelegenen Hundesäule. Doch das Ding rannte mir nach und war viel schneller. Irgendwie schaffte ich es hochzuklettern und mich seinen Griff zu entziehen. Ich kam jedoch nicht sehr weit, ehe ich einen stechenden Schmerz in meinem Bein verspürte. Nach unten sah, wo sich herausstellte, dass das Ding mich mit einem seiner Köpfe gebissen hatte. Ich schrie, als es mich nach unten zog, was jedoch nicht viel brachte. Und ich wäre wahrscheinlich an Ort und Stelle gestorben, wenn Folgendes nicht passiert wäre. Mitten aus dem Nichts biss ein Kopf aus der Säule, den ich nicht einmal bemerkt hatte. Das Ding, was nicht viel anrichtete, jedoch das Ding dazu brachte, abzulassen. Ich rannte so schnell ich konnte, allerdings konnte ich das Schreien noch, als ich schon längst aus dem Blickfeld verschwunden war, hören. Diese Nacht schlief ich nicht. Kurz vor Einbruch der Nacht wollte ich sicher gehen, dass das Dockscape das Ding wirklich getötet hatte und ging zu der Säule, fand aber keine Spur davon. Doch das Tagebuch, von dem ich diese Seite habe, lag dort und ich nahm es an mich. Nun bin ich hier. Ich werde hier nicht länger verweilen, sobald ich das hier fertig habe. Dieses Tagebuch jedoch zu finden, brachte mich zum Nachdenken. Ob es denn auch andere Menschen gäbe und, falls ja, ob ich sie vor Dingen wie das hier warnen sollte.
Wenn du dies also liest, viel Glück. Ach ja, ich laufe in Richtung der aufgehenden Sonne. Falls du das hier lesen kannst, bist du wohl eine weitere Person. Also, wenn du in diese Richtung gehst, könnten wir uns vielleicht zusammentun, damit wir eine größere Chance haben. Eintrag 9. Zecken sind die einzigen Lebewesen, die dieses Leid scheinbar mögen. Sie sind überall. Gegen Nachmittag sehe ich riesige Wolken dieser Drecksviecher, wie sie über die haarige Oberfläche wandern und das Fleisch des Dogscapes zittern lassen, während sie fressen. Manchmal brechen freistehende Beine verschiedenster Größe und Form durch das Fleisch und versuchen die Viecher zu verjagen. Es funktioniert nicht. Das Einzige, was auf dem Dogscape entsteht, sind riesige blutige Kratzer, von denen sich die Flöhe ernähren. Manchmal sitze ich am Rande eines großen Auswuchses, nur um festzustellen, dass es sich hierbei um eine gigantische Zecke handelt. Sie beißen sich an eine der riesigen Arterien des Hundefleisches fest und ernähren sich vom Lebenssaft dieser neuen Welt. An einem heißen Tag sah ich einst einen Mann. Ich war auf der Suche nach einer Hundesäule und sah ihn in der Ferne. Er bewegte sich nicht, und als ich näher kam, bemerkte ich wieso. Er war vollständig von Zecken bedeckt. Kein einziger Fleck an ihm war frei. Die wenigen Kleidungsstücke, die übrig geblieben waren, waren über diese Drecksviecher gezogen. Es gab keinen Wind, weshalb man lediglich das Krabbeln ihrer kleinen Füße hörte, wie diese gegen ihre anormal angeschwollenen Körper kratzten. Der Mann hatte mich wohl gehört, da er seinen Mund öffnete und versuchte, etwas zu sagen. Seine Stimme war kratzig und sein Mund war rot, doch er brachte ein Wort heraus: Jucken. Eintrag 10. Heute ist der 5. Tag des 12. Monats des 654. Jahres. Wir sind die letzte Generation. Nach uns wird nichts als das Dogscape übrig sein, und alle verbliebenen Menschen werden entweder als Teil der großen Mutter aufgenommen oder in dieser schnell dahinsiechenden Welt sterben. An meine Mutter habe ich nur vage Erinnerungen. Ob sie getötet, gestohlen oder aufgenommen worden war, kann ich nicht sagen. Ehrlich gesagt ist niemand sicher, was mit den Frauen geschehen ist. Langsam aber sicher verschwanden sie einfach, manchmal mitten in der Nacht, ohne auch nur eine Warnung oder Spur zu hinterlassen. Frauen sind das einzig Wertvolle in dieser Welt geworden. Und das Hauptziel eines Stammes ist es, den Anspruch der Gruppe auf eine Frau zu sichern, welche zum Wohle aller Mitglieder benutzt wird. Die Frau unseres Stammes wurde uns vor einigen Monaten genommen. Im ersten trauerten wir um sie. In vielerlei Hinsicht war sie eine Gefangene, jedoch wuchs sie vielen von uns auf eine Art und Weise ans Herz. Im zweiten begannen einige der Männer in Verzweiflung damit, homosexuelle Handlungen zu vollführen. Ich bin mir sicher, dass ich nicht der Einzige war, der verstand, dass unsere weitere Gemeinschaft keinen Sinn mehr hatte und dass sich der Stamm bald auflösen würde. Nun sind wir im dritten Monat, seitdem sie uns weggenommen wurde. Und alles bricht auseinander. Zuerst wurde der Stammesälteste wegen eines Streits erschlagen. Es war nur eine Bestätigung, dass die Einheit des Stammes nicht mehr existierte. Er keinen Grund mehr hatte, ohne Stammesfrau zu bestehen. Und so trennten sich unsere Wege. Ich weiß, was nun folgen wird. Wenn Stämme sich auflösen, sind die Mitglieder nun allein und verwirrt, von der großen Mutter auf die gleiche Art und Weise auf Sex angewiesen, wie auch auf Essen, Wärme und Unterschlupf.
Die Geschlechtsorgane der großen Mutter sind wie erkrankte, tropfende Maulwurfshügel über das ganze Land verteilt. Die Männer suchen einen Hügel auf, den sie für sich beanspruchen, und verbringen ihre Tage damit, ihn zu penetrieren. Oft finden sie Öffnungen in der Nähe von Hundebäumen, penetrieren diese, wenn sie Lust verspüren, und essen die Föten, wenn sie hungrig sind. Die Männer haben nie einen Grund, sich von ihrem Hügel zu entfernen. Auf diese Art vergessen Männer die Welt um sich herum und werden von der großen Mutter besessen, welche nun nicht nur eine Mutter, sondern auch eine Liebhaberin ist. Für die Männer ist sie ihr Ein und Alles. Es ist üblich, Skelette zu sehen, entweder bleich oder von Hunden zerrissen, die mit ihren Becken immer noch gegen einen Hundehügel drücken, umgeben von dem immer noch abscheulichen Geruch ihres eigenen Drecks. Heute ist der 27. Tag des 12. Monats des 654. Jahres. Wie von mir vorhergesehen, sind die ehemaligen Mitglieder meines Stammes langsam aber sicher im Dasein als Hügelbumser abgedriftet. Diese verkommenen Wesen haben ihre eigene Menschlichkeit vergessen. Wie ekelerregend. Ich schwöre mir, niemals ein solches Dasein zu fristen. Und daher werde ich auf der Suche allein durch dieses verlassene, verkommene Dogscape wandern. Es darf nicht so enden, dass sich die gesamte Menschheit sinnlos in ihr eigenes Verderben masturbiert. So fahre ich fort in dem Wissen, dass ich vielleicht vollständig und hoffnungslos von dem Dogscape dahingerafft werde. Heute ist der zweite Tag des 4. Monats des 663. Jahres. Ich habe eine Frau gefunden. Sie stand da unter einem Hundebaum, als ob sie auf mich wartete. Ihr Mund war aufgrund des Blutes eines Hundefötus rot gefärbt. Es gab eine Zeit, in der der Anblick einer Frau, welche alleine und unerschrocken dort stand, mich verwundert hätte. Doch bin ich seit Jahren keinem anderen Stamm mehr begegnet. Und noch seltener trifft man auf einen Mann, der noch nicht von einem Hundehügel verlockt wurde. Ich nehme an, für sie war es wohl die größte Überraschung, einen Mann gefunden zu haben, der noch nicht zum Sklaven der großen Mutter geworden ist. Wie auch immer, es ist wichtig, nichts dem Zufall zu überlassen. Ich ergriff sie, zwang sie nach unten und trieb es mit ihr an Ort und Stelle. Dann band ich sie mit einem Seil aus Hundefleisch an dem Baum fest, damit sie nicht abhauen konnte. Heute ist der 7. Tag des 8. Monats des 663. Jahres. Meine Frau ist schwanger. Ich habe über sie gewacht, sie von den wilden Mischlingen verteidigt, die noch immer das Land durchstreifen. Als die Zeckenschwärme kamen, bedeckte ich sie mit einem Fell. Ich frage mich, ob wir die einzigen auf diesem Planeten sind, die noch menschlich sind. Heute ist der 5. Tag des 1. Monats des 664. Jahres. Heute wurde mein Kind geboren. Meine Frau quetschte meine Hand, schwer atmend, pressend. Nach einer Weile kam das Kind. Ein gesunder, normaler, weiblicher Säugling. Ich sah, dass all meine Bemühungen nicht umsonst gewesen waren, dass unsere Spezies noch eine Zukunft hatte. Und ich merkte, dass ich weinte. Ich hielt das Kind kurz, legte es dann auf den Boden, um mit einem Messer die Nabelschnur zu durchtrennen. Doch kaum hatte ich das Mädchen abgelegt, schoss eine Ranke aus dem Hundebaum. Mit einem Schlag wickelte sie sich schnell um die Nabelschnur und hielt diese fest. Als der Hundebaum vor mir in den Boden sackte, schnitt ich die Ranke. Doch sie ließ sich nicht durchschneiden. Als nächstes wandte ich mich der Nabelschnur zu, riss daran mit aller Kraft, um mein Mädchen zu retten. Doch die Ranke hatte sich mit der Nabelschnur verbunden und diese in eine gleichsam starke Substanz verwandelt. Und so blieb mir nichts, als voller Entsetzen zuzusehen, wie der Hundebaum in der großen Mutter verschwand und dabei meine Frau und meine Tochter mit sich nahm. Ich grub nach ihnen, riss das Hundefleisch gerade noch weit genug auf, um zu sehen, wie die mutierten Hunde der oberen Schichten das Gesicht meines Kindes zerfleischten. Die Menschheit ist verloren. Das Dogscape wird keine Abtrünnigkeit mehr tolerieren.
Und so binde ich mich an diesen Hundehügel, um wirklich eins mit der großen Mutter zu werden. Ich war ein verdammter Narr zu glauben, ich könnte diese Welt bezwingen. Eintrag 11. Galaktischer Kalender, Jahr 100. Tag 1. Wir sind an einem Sonnensystem angekommen, das dem unseren am nächsten ist. Unsere Welt wurde durch Krieg zerstört und wir fristen seitdem ein Leben als Weltraumnomaden. Wir suchen nach einer bewohnbaren Welt und sind der Ansicht, dass diese unseren Bedürfnissen entspricht. Wir haben Signale von diesem Planeten empfangen, die sich auf 700 Umdrehungen um diesen Stern zurückdatieren lassen. Wenn sie uns auch nur ansatzweise ähnlich sind, haben sich die Generationen dort sicherlich verändert. Als wir näher kamen, war ich verwirrt, da der Planet sehr anders aussah, als unsere Aufzeichnungen berichteten. Er hat eine braune Farbe, keine blaue, und er scheint ein Selbstbewusstsein zu haben. Wir werden eine Mannschaft aussenden und ihn erforschen. Unser Schiff hat die Umlaufbahn des einzelnen Mondes des Planeten erreicht. Dort gaben wir der Mannschaft eine letzte Übersicht über das, was wir über die Einwohner dieses Planeten wissen. Die Hauptquelle der Kommunikation, welche wir erhalten haben, bestanden aus Signalen, die sie Fernsehen nannten. Unser Verständnis bezüglich der Sprache wird den Bewohnern dort unten sicherlich primitiv vorkommen. Ich bin jedoch der Meinung, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Jede Form der Kommunikation brach kürzlich ab. Der Kapitän war der Ansicht, dies rühre daher, dass die Bewohner zu einer höheren Technologie aufgestiegen seien. Sie sprachen fortwährend über ihre neuesten Technologien, was sich mehr und mehr wie ein Rennen anhörte, das letztendlich in ein Volk von Raumfahrern münden könnte. Sobald der nächste Tag des Planeten anbricht, soll ich zusammen mit der restlichen Mannschaft dorthin gehen. Jedoch blicke ich nun auf diese nur braune Welt und ich spüre, dass etwas nicht stimmt. Wirklich nicht stimmt. Eintrag 12. Ich weiß nicht, wie viele Tage es her ist, seit ich den letzten Menschen gesehen habe. Für die verbliebenen Überlebenden des Dockscapes ist es schwierig. Die Frauen sind alle verschwunden. Und nur eine Handvoll Männer ist übrig geblieben. Doch, wie gesagt, es ist Tage her, seitdem ich den letzten gesehen habe. Ich wanderte auf den haarigen Feldern auf der Suche nach einem Zitzenfeld umher, als ich auf etwas Fürchterliches und gleichzeitig Wunderbares stieß. Ich sah nach unten auf etwas, das wie ein Feld aus männlichen und weiblichen Geschlechtsorganen aussah. Fasziniert sah ich zu, wie sie sich ohne Unterlass miteinander paarten. Ich wusste, dass ich eher hätte wegsehen sollen, doch ich konnte einfach nicht. Nachdem ich ihre endlose Paarung eine Weile beobachtet hatte, schienen sie aufzuhören. Es kam mir so vor, als ob sie mich endlich bemerkten. Ich fühlte mich schuldig, sie gestört zu haben, und fing an vorzulaufen, als ich spürte, wie etwas mein Bein ergriff. Ich sah nach unten und eine mutierte Hundepfote hielt mein Hosenbein fest. Ich versuchte, die Pfote abzuschütteln, doch ihr Griff löste sich nicht. Zu meinem Entsetzen fing es an, mich in die Mitte des Organfeldes zu ziehen. Krampfhaft versuchte ich, mich zu befreien, da ich wusste, was sie vorhatte. Aus dem Boden schossen mehr Pfoten und fingen an mir zu ziehen. Mir war klar, dass ich keine Chance hatte und dass ich letztendlich eins mit der großen Mutter werden würde, weswegen ich mein Schicksal annahm. Zumindest war ich glücklich, zu sterben.
Eintrag 13. Obgleich archaisch, ist die Verehrung der Hundemutter in all ihrer sichtbaren und fleischigen Herrlichkeit die am weitesten verbreitete Art der Religion dieser barbarischen Hundewelt. Eine andere Mythologie gibt es nicht. Eine Religion, welche von verstreuten, isolierten Gruppen sowie einigen älteren Überlebenden praktiziert wird. Die genauen Details ändern sich von Stamm zu Stamm, von Jahr zu Jahr. Doch der Kern ändert sich nie. Es ist die Legende der Entstehung des Dogscape, die Genesis der Welt, wie wir sie kennen. Sie erzählt von einer Zeit, in der es Menschen im Überfluss gab und auf etwas liefen, das nicht lebte. Es gibt eine Gottheit, oder eher ein Dämon. Ein Hund, der unter Menschen lebte, war üblich. Und für ihn wurde von seiner menschlichen Familie gesorgt. Doch es war kein gewöhnlicher Hund. Die Bestie wurde über 50 Jahre alt, während Hunde zur gleichen Zeit kaum 10 Jahre alt wurden. Sie war groß und stark und kontrollierte ihre Familie stärker, als dieser bewusst war. Man sagt von ihr, dass die Bestie nachts Jagd auf Menschen machte und eine große Sammlung an Knochen und Trophäen mit nach Hause brachte. Doch die Menschen versuchten es zu ignorieren und sich selbst davon zu überzeugen, dass es kein Problem darstellte. Bald jedoch, als der Ursprungshund ein Jahrhundert alt wurde, wurde er zunehmend stärker und den anderen recht unähnlich. Es gab weitere mysteriöse Verschwinden und selbst Angriffe tagsüber. Man fand Autos mit tiefen Bissspuren im Metall und unterhalb der Häuser wurden aus dem Untergrund gebuddelt. Die Regierung jener Zeit, weitaus mächtiger als jedes heutige Stammesoberhaupt, fing den Höllenhund ein. Sie führten Experimente durch, versuchten zu verstehen, woher es seine Kraft nahm. Fortschritte wurden gemacht. Es sah so aus, als könnte selbst das Geheimnis der Unsterblichkeit durch diesen Hund gelüftet werden. Doch Unfälle passieren. Die Verräterin, wie sie genannt wird, welche an der staatlichen Einrichtung arbeitete, empfand Mitgefühl mit der Hundegottheit. Sie ließ ihn frei. Und damit das gesamte Unheil, das sich Dogscape nennt. Die tobende Bestie hegte keinerlei Sympathie für die Menschheit mehr. Als sie das Labor verwüstete, blieben mutierte Proben an ihr haften und wuchsen wie ein Krebsgeschwür. Bald breitete sich das aus, was einst das Dogscape werden würde, wie ein Lauffeuer. Sein Schlund schnappte nach allem, was ihm in die Quere kam. Sein Fell breitete sich über den Boden, Steine und das Meer aus. Wie lautet der Name dieses fürchterlichen Dämons? Der Name ist verschieden, doch entspringt, so glaube ich, dem gleichen sprachgeschichtlichen Wortstamm. Ich habe Namen aus der ganzen Welt aufgeschrieben. Armat, Meram, Adyuk. Und dennoch ist die große Mutter definitiv weiblich. Nun, es wird gesagt, dass die Verräterin tatsächlich der erste Mensch war, der sich mit dem Dogscape verband. Eintrag 14. Hier ist es kalt. Strahlen von nassem Atem finden sich verstreut zwischen den wallenden Hügeln. Es gibt keine vernünftigen Hundebäume, nur kleine Haufen kauernder Hundebeine. Zitzen sind spärlich und weit verstreut, und falls ich doch eine finde, ist es harte Arbeit, die Milch in einen Lederbeutel zu bekommen. Ich wandere über die Hügel, in meinen selbstgefertigten Schuhen verliere ich jegliches Gefühl in meinen Füßen. Ich bewege mich in die Richtung, die mir die einfachste vorkommt. Ein kaum erkennbarer, haariger Hügel, der meinen Weg eher nach unten zu führen scheint. Wo das Fell dick und von Öl überzogen ist. Ich weiß nicht, warum die große Mutter tut, was sie tut, aber all ihre Früchte haben einen Zweck. Ich schneide einen Fellklumpen ab und trenne ihn dadurch von dem Fleisch unter ihm. Der abgeschnittene Hautzipfel verliert nur wenig Blut. Ich falte und forme das wachsartige Fell und stecke es in die isolierende, haarige Kleidung auf meinen Körper.
Das Hundefleisch unter mir beginnt, sich auf eine verstörende Art und Weise zu bewegen. Das geht schon einige Wochen so. Je weiter ich wandere, umso mehr. Es wird kälter. Ich kann nun den Wind hören, wie er über die große Mutter peitscht. Das Heulen, trillernd und traurig, hat aufgehört. Das scharfe Bellen und Jaulen bilden keine Kakophonie mehr. Ich ziehe meine Kleidung enger zu und bewege mich weiter. Es gibt keinen anderen Weg als geradeaus. Hier fühlt sich der Boden härter an. Das beruhigende Geräusch des Landes hat aufgehört, abgelöst von den geräuschverschlingenden Dämpfen verfilzten Fels. Gestern bin ich auf etwas ausgerutscht, das einem See aus festem Urin ähnelte. Er wurde nicht von der großen Mutter aufgenommen. Es kommt mir so vor, als würde mein Zittern mit dem ab und an vorkommenden Zucken der großen Mutter verschmelzen. Ihr Fleisch fühlt sich nicht länger wie ein lebendes Wesen an, doch ich weiß, dass das Blut tief in ihrem Innersten fließt. Es ist so kalt hier. Tag für Tag bewege ich mich vorwärts. Der Boden wird hügeliger und es wird schwerer, eine einladende Hautfalte zum Schlafen zu finden. Der einzige Zweck besteht darin, weiterzulaufen. Einen Fuß vor den anderen. Seit ich denken kann, ist es dunkel. Wie lang wird diese Nacht andauern? Die Luft ist trocken. Das Land hat größtenteils keine Konturen. Und wenn ich laufe, fühlt es sich hart an. Der Wind bläst mir kleine Haarbüschel ins Gesicht, was sehr schmerzhaft ist. Ein leichter Knall, ein dezentes blaues Leuchten und dann wehen sie an mir vorbei. Meine Hände habe ich tief in meine Kleidung gesteckt. Sie sind taub. Und wenn ich sie benutze, um die Büschel abzuwehren, werden sie mir von der Kälte geraubt werden. Ich habe bereits 3 Zehen verloren. Diesen Fuß spüre ich schon lange nicht mehr. In den tiefen Furchen, in denen ich schlafe, zünde ich schon lange kein Lagerfeuer mehr an. Aber das letzte Mal, als ich mir diesen Fuß angesehen habe, war er schwarz und angeschwollen. Doch glaube ich nicht, dass es an der großen Mutter liegt. Meine Reise ist zäh. Ich hörte ein leises, dumpfes Klopfen. Doch wenn ich der Sache auf den Grund gehe, finde ich nur Hundepfoten, die auf dem Boden scharren. Das Zucken geht weiter. Und mit ihm nun leise, zerfleischende Geräusche, wie ein Maul, das an einen Knochen nagt. Ich bewege mich schneller, wenn die Geräusche lauter werden. Ich weiß nicht, woher sie kommen, aber ich glaube nicht, dass es die große Mutter ist. Ich habe schon lange keine Zitzen mehr gefunden. Ich habe Durst und mein Lederbeutel ist fast leer. Für einen Welpenfötus würde ich sogar meine eigenen Eltern töten. Einst kam ich an einen Haufen Menschen vorbei, eingegraben in wogendem, getrockneten Fell. Sie waren tot und verrottet. Als sie lebten, waren sie wahrscheinlich stark. Ich ziehe weiter. Vor mir liegt nur ein einziger Weg. Ich weiß nicht, wohin er führt. Unter mir hat sich der Boden bewegt und ich näste mich vor Angst ein. Keiner der Münder, sondern ein riesiger Abgrund aus Fleisch und Knochen tat sich unter mir auf. Ein stinkender, nasser Windzug brüllte heraus und hing darauf wie eine kalte Wolke über mir. Auf meinem Hintern sitzend, starrte ich in das düstere Loch, das mich beinahe verschluckt hätte. Nun aber still war. Ich saß da und dachte darüber nach, atmete schwer und dachte an meinen leeren Lederbeutel. Langsam konnte ich mehrere Dutzend Meter unter mir ein Geräusch wahrnehmen, welche in der Kluft ein Echo von sich gaben. Ein leichtes Klatschen, dann ein Gurgeln. Ich wusste nicht wieso, aber irgendwie wusste ich, dass ich dort unten Nahrung finden würde. Ich schlitterte in das fleischartige Kauen. Ich kletterte eine immer noch rote und feuchte, abgeschorene Wirbelsäule hinunter und landete schließlich auf dem dampfenden, dunklen Boden des Lochs. Es bebte unter mir. Ich tastete um mich herum, nicht wissend, wonach ich suchte, bis meine Hände eine pochende Röhre berührten, welche Teil der Fleischwand war. Eine Arterie. Ich ergriff sie, zog an angehafteten Fleisch und biss an ihr.
Das Blut schoss stoßenweise heraus und ich trank, bis mein Durst gestillt war. Ich war mit Innereien überzogen und hatte Schwierigkeiten, meinen Lederbeutel zu füllen. Um mich herum zuckte die Kluft und ich wusste, dass es Zeit war zu verschwinden. Die Wände begannen Fleischranken herunterhängen zu lassen, Sensoren, um die beschädigte Schlucht zu heilen. Beim Herausklettern verausgabte ich mich und fiel beinahe herunter, als ich den Rand der Schlucht hinaus in die Kälte der Nacht erklomm. Als ich nach Luft schnappte, wuchs das Hundefleisch langsam wieder zusammen. Bevor ich diesen Ort verließ, merkte ich ihn mir, markierte ihn mir. Ein Dehnungsstreifen. Die große Mutter wuchs weiter. Ich bin so schwach und es ist so kalt. Meine mit Blut gefüllten Lederbeute sind verschwunden. Vor mir nur das endlose graue Dockscape. Ich muss mein Ziel erreichen, selbst wenn ich nicht weiß, was mein Ziel ist. Ich muss schon seit Monaten in dieser Dunkelheit unterwegs sein. Ich klettere eine riesige Masse festen Hundefleischs hinunter. Sie scheint wie ein großer Haufen kleiner Hunde, ein Haufen voller Hundeköpfe und Pfoten, ein Berg voller Schwänze und Körper zu sein. Es ist kalt und leblos. Ein langsames, leises Knarren kommt aus seinem Innersten. Ich knie an der Hundewand, horche und mein Bein landet auf etwas anderem. Ich schreie auf, fange dann an zu husten. Ich weiß nicht, worauf ich stehe, aber es ist nicht die große Mutter. Ich habe ein mulmiges Gefühl. Mir wird schlecht. Was könnte denn nicht von der großen Mutter stammen? Es ist regungslos und hart, doch wenn ich daran kratze, fallen kalte Stücke von umherwandernder Kälte von ihm ab. Ich halte die Stücke dicht an mein Gesicht und mein Atem verwandelt das Zeug in Wasser. Ich versuche eine Handvoll davon zu essen, doch es ist so kalt, dass es mir fast meine gesamte Kraft nimmt. Die Flüssigkeit rinnt die Kehle herunter. Es fühlt sich gut an. Ich drehe mich um und schaue auf die Hundewand mit ihren entblößten, erfrorenen Knochen und glücklichen Gesichtern. Dann wieder auf die formlose Dunkelheit vor mir. Ich bin so weit gekommen, um jetzt umzukehren. Stundenlang laufe ich weiter, schlafe, laufe weiter. Meine Füße fühlen sich bei jedem Schritt wie Blei an. Vor mir sehe ich endlich ein Licht. In einem mehrere Stunden andauernden Marsch bewege ich mich auf es zu. Für mich ist es nun wie ein Leuchtturm, ein helles, ständig brennendes Feuer. Als ich näher komme, sehe ich, dass mich führende Licht an einen Mast befestigt ist, welcher von einer Reihe niedriger, dunkler Gebilde steht. Sie sind wie feste Knochenwände, doch sind sie es nicht. Sie bestehen nicht aus Hundefleisch. Die wogende Luft und das kalte, feste Wasser türmen sich an ihren Seiten auf. Ich weiß, dass dies meine Bestimmung ist. An einem Ende, nahe dem Licht, befindet sich eine in die Wand eingelassene Tafel. Darauf stehen von Menschen handgemacht Markierungen. Jedoch weiß ich nicht, was sie sagen. AIS-1 und Eingang. Ich drücke gegen die Tafel, doch sie bewegt sich kaum. Ich versuche es wieder und wieder. Die Entdeckung dieses Ortes hat meinem Leben wieder einen Sinn gegeben. Doch bin ich von meiner Reise geschwächt. Ich lehne mich gegen die Tafel und sinke erschöpft zu Boden. Mein Rücken verfängt sich an einer niedrigen Leiste an der Tafel, drückt diese nach unten, was ein Klickgeräusch erzeugt. Die Tafel bewegt sich und ich falle in die Dunkelheit dahinter. Ich befinde mich in einer trockenen, dunklen Höhle. Es ist mir fremd. Der Wind bläst Bruchstücke und fällt zu mir herein. Ich sehe mich um. Fremde, dunkle Massen scheinen mich anzusehen. Es sind dünne, weiße Häute, die an der Wand hängen, mit weiteren ungewöhnlichen Markierungen. Prozedur und geschlossen halten sowie Vorsicht und Radio ständig tragen. In einer Kiste befindet sich ein hellroter Zylinder mit gelben Streifen.
Ich greife nach ihm, doch meine Hand berührt eine durchsichtige Abdeckung. Nun sehe ich mir meine Hände an. Sie sind nun lila und ich spüre sie nicht mehr. Auf der anderen Seite des Raumes befindet sich eine weitere Tafel, ähnlich der, welche ich gerade geöffnet hatte. Verzweifelt laufe ich auf sie zu. Mir ist so kalt. Ich ziehe an der Leiste, doch sie bewegt sich nicht. Über ihr leuchtet ein rotes Licht. Ich ziehe fester, doch die Leiste bewegt sich nicht. Ich ziehe erneut und springe dabei, verliere meinen Halt, sacke zu Boden. Ein dumpfer Aufprall ertönt, als ich mir den Kopf anschlage. Durch die Öffnung hinter mir bläst eine klirrende Kälte hinein. Ich kratze an der dunklen Tafel, doch sie bewegt sich nicht. Auf ihr stehen weitere Markierungen. Außentür zuerst schließen. Ich verstehe sie nicht. Ich sitze mit dem Rücken zur Tafel. Meine Sicht ist verschwommen und mein eigenes Blut tropft auf mein Auge. Hier schlafe ich ein, an den dunklen Durchgang angelehnt. Ich schlafe und wache nicht auf. Anhang. Mein Name ist Charles Mountel von der Arctic Ice Station 1. Die Bestie ist nicht hier, da es hier zu kalt ist. Tigger und ich sind die letzten Überlebenden. Wir sind 14 Seemeilen, also 25,928 Kilometer südlich des Nordpols, direkt nördlich von Vancouver. Bestimmt unsere Position mit Hilfe dieses Radiosignals. Diese Nachricht wird sich alle 5 Minuten wiederholen. Das Radio spielte die Nachricht erneut ab, wie es dies schon tausende, wenn nicht sogar hunderttausende Male getan hatte. Eine kalte, verweste Leiche saß in einem Stuhl zusammengekauert vor dem Funksystem. Zu ihren Füßen lag der zusammengerollte, tote Körper eines Hundes. Ich hatte schon immer Angst vor der Lunch Lady, seitdem ich ein Kind war. Ich kann nicht einmal genau sagen, warum. Vielleicht war es der toxische Gestank ihres Atems oder die leeren Augen, die derer eines Toten glichen, oder die ungekämmten Haare, die an ihrem Kinn herabhingen. Egal, was auch der Grund dafür gewesen sein mag, meine Handflächen wurden jedes Mal schwitzig und mein Herz begann zu rasen, wenn ich an ihr vorbeiging in der Mittagspause. Bevor ich die Cafeteria verlassen habe, fühlte ich mich nie erleichtert und selbst dann machte ich mir Sorgen, dass ich im Flur zwischen den Klassenräumen einen Blick auf sie erhaschen würde. Eines Tages wurde ich in eine Prügelei mit einem anderen Jungen namens Jeremy hineingezogen und wir beide mussten nachsitzen. Es war seine Schuld. Wirklich. Ich ging an ihm im Schulflur vorbei, als er plötzlich seinen Fuß vor den meinigen ausstreckte und mich ausladend zu Boden brachte, sodass meine Bücher durch die Luft flogen. Samantha, das Mädchen, in das ich verliebt war, stand im Flur, als es geschah, und stimmte in das Lachen der anderen mit ein und zeigte auf uns. Ich konnte meine Wut kaum zurückhalten. Und nach kurzer Zeit flogen die Fäuste zwischen mir und Jeremy. Nachdem der Lehrer unseren Boxkampf beendet hatte, wurden wir in das Büro des Schuldirektors geschickt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde meine Samstage damit verbringen, Arbeitsblätter auszufüllen, anstatt mit meinen Freunden Videospiele zu spielen. Samstag kam und meine Mutter war nicht erfreut, so früh an einem Samstagmorgen aufzustehen. Sie ließ mich um 8 an der Schultür raus. Ich ging hinein und fand meinen Weg zum Raum 126, in welchem das Nachsitzen immer abgehalten wird. Jeremy war bereits da, saß an einem Tisch mit 2 weiteren Kindern. Eines davon war Nick, der dumme Affe, der der Quarterback in unserem Footballteam ist. Das andere war ein ruhiges Mädchen mit einer Brille. Ich habe mir einen Platz ausgesucht in einer angenehmen Entfernung zu ihnen. Niemand sprach auch nur ein Wort. Das einzige Geräusch war das ohrenbetäubende Ticken der Uhr. Er wurde nach einigen Minuten ziemlich schnell langweilig, so drehte ich meinen Stuhl herum und starrte Jeremy an.
Weißt du, wer heute Nacht Sitzen betreut? Ich denke, es ist Kowalski. Mrs. Kowalski. Aber Jeremy muss das nicht bestätigen. Denn plötzlich fühlte der mir allzu bekannte Geruch eines Atems meine Nasenlöcher. Meine Nackenhaare sträubten sich. Langsam drehte ich mich herum. Und die Lunchlady kam mit einem Stapel Arbeitsblätter unter ihren Arm herein. Jetzt hört mal, ihr Scheißtypen. Ich möchte wirklich nicht hier sein heute. Also möchte ich keine Probleme. Ich werde diese Arbeitsblätter verteilen und ihr werdet keinen Mucks von euch geben. Verstanden? Wir nickten. Gut. Im ersten Moment, in dem etwas schief geht, wird einer von euch in den Ofen kommen. Lachte sie aus vollem Herzen und ließ uns dann alleine. Ich schauderte, als ich versuchte, die Bilder von ihrem haarigen Kinn und den schlaffen Armen zu vergessen. Wir saßen 45 Minuten, die Arbeitsblätter ausfüllend, still in dem Raum. Die Lunchlady war immer noch nicht zurückgekehrt, so nutzten wir die Chance, um uns still zu unterhalten. Diese Lunchlady ist die hässlichste, die ich jemals gesehen habe. Ich wette, wenn du die Hose ausziehst, ist sie so haarig, dass man nicht sagen kann, ob sie eine Frau oder ein Typ ist. Keiner lachte. Sie ist nicht einmal zurückgekommen, um uns einmal zu kontrollieren. Ich wette, sie ist direkt nach Hause gegangen, sobald sie den Raum verlassen hat. Komm schon, wir sollten schauen, ob wir uns herausschleichen können. Er war gerade vom Tisch aufgestanden, als wir das Geräusch von knirschendem Metall und zischendem Dampf von irgendwo aus dem Gebäude kommen hörten. Wir alle waren wie eingefroren. Ich habe das Geräusch sofort erkannt. Das kommt aus der Cafeteria. Irgendwer startet die Öfen. Warum zum Teufel würde die jemand anstellen? Es muss Kowalski sein. Vielleicht hat sie Hunger bekommen. Vielleicht bereitet sie die Öfen vor, um einen von uns zuzubereiten. Und du wirst die erste Person sein, die sich hineinwirft, stieg ich in das Spiel ein. Jedoch war ich in Wirklichkeit eher angenervt. Warum würde sie die Öfen genau jetzt anstellen? Sicherlich, sie könnte ein Lunch hineingepackt haben. Vielleicht genießt sie gerade die fettigen Schrimps oder die Papp-Pizza, die sie immer zum Mittag serviert. Wir versuchten wieder zurück an die Arbeit zu gehen, aber ab diesem Moment war es unmöglich, sich zu konzentrieren, selbst für das ruhige Mädchen. Letztendlich hatten wir entschieden, dass wir jemanden aussuchen würden, der nach draußen geht und nachsieht, ob alles sauber ist. Jeremy zerriss eines seiner Arbeitsblätter in 4 Stücke und schrieb unseren Namen darauf. Dann schüttelte er die Zettel mit den Namen in seinen Händen und drehte sich zu Nick. Nimm eins. Nick nahm eins der Stücke, entfaltete es und da stand Ashley drauf. Das Gesicht des stillen Mädchens wurde mit Angst erfüllt. Ach kommt schon, Jungs, lass sie es nicht machen. Dann gehst du. Auf keinen Fall, es war deine Idee. Du solltest gehen. Haltet doch euer Maul, ihr Pussys. Ich werde gehen. Er verließ den Raum und verschwand den Gang hinab und wir versammelten uns an der Türöffnung auf seine Rückkehr wartend. Einige ruhige Minuten verstrichen. Die Ungewissheit wuchs ins Unermessliche. Ich war gerade dabei, den anderen zu sagen, dass wir in den Raum zurückgehen sollten, als Nick an dem Ende des Ganges zurückkehrte. Er schaute über die Schulter und wies uns an, zu ihm zu kommen. Leise schloss ich die Tür und wir schlichen den Flur hinab zu Nick. Dann hatten wir ihn erreicht. Ich bin im ganzen Gebäude umhergegangen. Sie ist nirgends auffindbar. Wenn wir leise sind, denke ich, können wir es zur ersten Tür schaffen, ohne bemerkt zu werden. Lasst es uns tun, sagte Jeremy, der die Führung übernommen hatte, und wir alle folgten ihm. Wir bahnten uns mit langsamen Schritten den Weg durch das Gebäude, dicht an der Wand bleibend, und lauschten auf aufkommende Schritte. Der Lärm der Küchenmaschinen war immer noch im ganzen Flur zu hören. Dann erreichten wir endlich die vorderste Tür. Lasst uns von hier verschwinden. Jeremy drückte die Türklinke hinunter. Die Tür bewegte sich nicht mehr als 1 Zentimeter. Er versuchte auch die anderen Türen aufzudrücken, aber alle bewegten sich nicht. Was zum Teufel? Es ist verschlossen. Lass mich es versuchen, sagte Nick, der nun die Türklinke blind vor Wut vor- und zurückzerrte, bis der Lärm den Flur ausfüllte. Du Idiot, weinte ich unter zusammengebissenen Zähnen und drängte den Trampel von der Tür weg. Was denkst du, was du da machst? Wir alle hielten inne, um zu lauschen, ob sie kam. Mit großer Sicherheit konnten wir nach einigen Minuten ihre schwachen Schritte den Flur hinaufkommen hören. Sie kam zügig näher. Lauft! Heulte ich, und wir alle liefen in verschiedene Richtungen. Nick und das stille Mädchen bogen links ab, während ich und Jeremy nach rechts abgebogen waren.
Als wir uns in der Ecke herumdrehten, konnten wir Ashley kreischen hören und die Lunchlady rief. Wir schauten nicht einmal zurück. Da lang! Ich folgte ihm, als er sich einen kleinen Flur zuwandte und an einem Klassenraum ankam. Wir können uns hier verstecken. Wir stießen in das Klassenzimmer und hielten panisch nach Verstecken Ausschau. Jeremy kroch unter das Lehrerpult, während ich meine Chance ergriff und mich hinter den Schrank in der Ecke versteckte. Dann warteten wir in der Stille. Für einige Minuten hörten wir nichts anderes außer unsere wild schlagenden Herzen. Noch immer dachten wir, dass es besser wäre, ein Weilchen dort zu verharren. Nach einiger Zeit hörten wir jemanden den Flur hinunterlaufen. Zuerst konnten wir nur ein schwaches Murmeln hören, zu leise, um es zu verstehen. Wir waren wie erstarrt. Dann kam die Stimme näher. Jeremy, Adam, Jungs, wo seid ihr? Jeremy. Jeremy kam unter dem Schreibtisch hervor und öffnete die Tür. Nick, komm hier herein. Nick kam schnell herein und Jeremy schloss die Tür. Dann hockten wir uns alle hinter das Lehrerpult. Jungs, ihr werdet es nicht glauben. Ich hab gesehen, wie sie Ashley geschnappt hat. Sie griff sie am Arm und Ashley versuchte wegzurennen. Aber dann wurde ihr ein Schraubenschlüssel über den Kopf gezogen und sie zog ihren Körper den Gang hinunter und... Nicht so laut! Was hast du da gerade gesagt? Sie hat sie ausgenockt oder umgebracht, ich weiß es nicht. Aber dann hat sie den Flur hinabgezerrt in Richtung Cafeteria und das Blut war überall im Schulflur verteilt. Und dann kam ich hierher und habe euch gefunden. Du sagst, Kowalski hätte sie am Kopf verletzt und dann in die Cafeteria geschleift? Das ist genau das, was passiert ist. Ich hatte Glück, dass sie nicht auch noch mich gesehen hat. Wir müssen hier wegkommen. Und zwar jetzt. Wir müssen in einen Raum mit Fenstern gelangen. Wir können hier ausbrechen. Vergesst es. Ich habe gesehen, wie Jungs aus Fenster wie diesen fliehen wollten, aber sofern nicht einer von euch einen Vorschlaghammer dabei hat, gehen wir nirgendwo hin. Es gibt nur noch einen anderen Weg aus der Schule herauszukommen, und das ist der durch die Hintertür. Aber das ist doch genau neben... der Cafeteria. Wir öffneten die Tür und schauten den Flur hinauf und hinab. Folgt mir! Wir krochen den Flur entlang, uns den Weg zur Cafeteria bahnend. Wir waren gerade auf halbem Wege, als Mrs. Kowalskis Stimme durch die Sprechanlage der Schule hallte. Hallo ihr. Ich sehe, ihr habt euren Raum verlassen. Das ist nicht gut für euch. Wie auch immer, ich verspreche euch, dass es keine Konsequenzen geben wird, wenn ihr zu Raum 126 zurückkehren werdet. Ashley wartet dort auf euch. Ashley, wir müssen ihr helfen. Vergiss es, sie ist tot. Wir müssen hier rauskommen. Du hast nicht gesehen, was ich gesehen habe. Die Frau ist verrückt. Wir müssen ihr helfen. Nick stürzte den Flur entlang. Nick, was machst du da? Schrie ich. Ich wollte ihm hinterherhasten, aber Jeremy hielt mich zurück. Nein, Adam, lass ihn gehen. Wir müssen jetzt abhauen. Was für ein Idiot, murmelte ich, als wir durch die Gänge rasten. Innerhalb einer Minute hörten wir Nick einen schaurigen Schrei von sich geben. Ich fühlte einen Stich in der Magengrube. Beeil dich! Wir sind schon fast da! Wir flitzten durch die Gänge. Mir wurde übel und es fiel mir schwer, mein Gleichgewicht zu halten. Der Flur begann sich vor meinen Augen zu drehen. Komm schon, wir sind fast da! Ich schleppte mich weiter, mit jedem Schritt, den ich nahm. Dann kamen wir um eine Ecke. Und da war er. Der Hinterausgang. Wir haben es geschafft! Lass uns von hier verschwinden! Wir gingen so schnell, dass wir schon drohten, mit den Türen zu kollidieren. Ich war kurz davor, mich zu übergeben. Jeremy zerrte an der Türklinke. Oh Gott, nein, nein! Sie waren verriegelt. Und wir gefangen. Ich brach auf dem Flur zusammen. Nein, nein, Gott, nein! Schrie Jeremy, während er weiterhin die Klinke nach vorn und zurück drückte. Währenddessen lag ich auf dem kalten Flur und starrte ihn hinab. Das kalte Linoleum fühlte sich gut an, als ich meine brennende Wange darauf legte. Mir drehte sich noch immer der Magen um. Und dann, aus einem Augenwinkel heraus, sah ich ein paar schwarze Schuhe am Ende des Ganges auftauchen. Ich schaute auf. Sie war angekommen. Jeremy warf sich nun wild gegen die Tür. Die Lunchlady kam langsam näher, Schritt für Schritt, den blutigen Schraubenschlüssel in ihren Händen haltend. Es war zu spät. Es war alles vorbei. Ich schloss meine Augen, als die Lunchlady über mich herübertrat
und ihren Schraubenschlüssel in Jeremys Kopf bohrte. Er schrie vor Schmerzen auf. Sie schlug ein weiteres Mal zu. Sein Blut spritzte an die Wand und rann die Wände hinab zum Boden. Sie machte weiter und weiter. Ich übergab mich. Und dann wurde alles schwarz. Ich öffnete meine Augen. Doch das fluoreszierende helle Licht machte es schwer, im ersten Moment etwas zu sehen. Nach einer Minute hatten sich meine Augen daran gewöhnt und ich sah, dass ich mich inmitten der Cafeteria befand. Ich sah hinab und sah, dass ich an einen Stuhl gefesselt war. Für wenige Sekunden versuchte ich, mich hinauszuwinden, aber das Seil war ziemlich fest und rührte sich nicht wirklich. Seufzend gab ich auf und begutachtete meine Umgebung. Niemand war in Sicht. Die Stühle und Tische standen so wie immer. Im Hintergrund konnte ich die Küchenmaschinen noch hören. Wach, hä? Ertönte ihre Stimme. Ich warf meinen Kopf zurück und sah aus meinem Augenwinkel heraus, dass die Lunchlady ein Mahl am geöffneten Ofen zubereitete. Gib mir noch eine Minute. Das Essen ist fast fertig. Ich wand mich noch etwas, aber das Seil war so stramm wie zuvor. Dann saß ich still da, geduldig wartend. Nach ein oder zwei Minuten kam die Lunchlady. Sie trug eine Platte, die mit einer Serviette bedeckt war. Hattest du einen angenehmen Schlaf? Ich blieb stumm. Sie platzierte das Tablett auf einem nahestehenden Tisch. Du weißt, ich hätte dich ebenfalls töten können. Aber von der Güte meines Herzens habe ich mich entschlossen, dich zu verschonen. Und zur Krönung habe ich dir sogar ein leckeres Mahl zubereitet. Ich schwieg weiterhin. Wie bitte? Ich bekomme nicht einmal ein Dankeschön? Ist dies der Dank dafür, dass ich dich füttern will? Ist es das, was ich dafür erhalte, dass ich den ganzen Tag in einer dreckigen Küche geschuftet habe? Weißt du, ich mache diesen Job schon seit 19 Jahren und ihr Scheißkerle seid alle gleich. Ihr stellt euch an, nehmt euer Essen entgegen, geht weg und bedankt euch nicht einmal. Ihr sagt immer nur, oh, sie stinkt und ist komisch. Und vergesst dabei, dass ich euch leckeres Essen koche. Aber das ist jetzt vorbei. Nie mehr. Ich blieb weiterhin still. Dann kam die Lunchlady hinter mich und drückte meinen Stuhl in Richtung des Tisches, auf welchem die Platten drapiert waren. Ich wollte nicht sehen, was auf der Platte war. Sie entfesselte meine Arme, sodass ich sie nur vom Ellbogen aufwärts bewegen konnte. Danach platzierte sie eine Gabel neben der Platte. Ich habe dir ein leckeres Essen zubereitet. Das wirst du nun essen. Sie nahm die Serviette ab und ich musste würgen. Ich musste mich wegdrehen. In der Mitte der Platte befand sich ein großes Würstchen, umgeben von gekochten Fingern, Zehen, Augen und Ohren. Du wirst das essen. Nein, nein, ich kann das nicht machen. Mir wurde wieder schlecht. Du isst oder ich schlage zu, sagte sie zu mir, ihren Schraubenschlüssel umklammernd. Ich schaute auf die Platte und war kurz davor zu erbrechen. Ich kann es nicht, ich kann es nicht. Sie führte den Schraubenschlüssel an meinen Kopf heran und ich schrie in Panik. Iss! Ich nahm die Gabel auf, mein Kopf dröhnte vor Schmerzen. Tränen liefen mein Gesicht hinab, als ich einen Happen des Würstchens aufschnitt und es in meinen Mund zwang. Ich kaute und schluckte es herunter. Gut, nun iss alles auf. Ich schüttelte seufzend meinen Kopf. Sie kam wieder mit dem Schraubenschlüssel näher an meinen Schädel heran. Ich weinte vor Angst. Iss! Brüllte sie mich an. Ich nahm einen weiteren Bissen und noch einen und noch einen, blind vor Tränen. Wann immer ich eine Pause machte, erhob sie den Schraubenschlüssel und ich musste weiter essen. Es kostete mich all meine Kraft, um es in meinem Magen zu behalten. Als ich schlussendlich den letzten Bissen hinuntergeschluckt hatte, nahm sie die Platte weg. Sehr gut. Ich bin froh, dass du dein Mahl genossen hast. Nun, da du dein Mahl hattest, werde ich meines haben. Ich schaute auf, als sie ihren Schraubenschlüssel ein letztes Mal in die Luft erhob. Und dann schloss ich meine Augen.
Warnung! Dieses Video enthält Inhalte, die auf Zuhörer mit schwachen Nerven verstörend wirken können. Die Dunkelheit war das Einzige, bei dem ich mir sicher war, dass sie da war. Kein Geräusch drang durch den schwarzen Schleier und für einen kurzen Augenblick dachte ich, selbst mein Atmen wäre lautlos. Der Gang schien endlos in der Länge, doch in der Breite maß er höchstens 2 Meter. Ich lief schon seit einigen Minuten, obwohl es sich anfühlte wie Stunden. Mir lief kalter Schweiß den Rücken herunter. Ich weiß nicht einmal, wie ich hierher kam. Nach einem anstrengenden Tag an meiner Universität bin ich müde in mein Bett gefallen und vor einigen Minuten hier aufgewacht. Und so schnell würde mein Verschwinden nicht auffallen, schließlich war ich eine Einzelgängerin und Außenseiterin. Zuerst bin ich in die andere Richtung gegangen, allerdings stieß ich dort recht bald auf ein Gitter, durch das kalte, stickige Luft zog. Somit drehte ich mich um. Die kalte Luft sorgte für Gänsehaut und einem mulmigen Gefühl bei mir. So, als wäre ich nicht allein in diesem Gang. Gegen meine Erwartung stank es auch nicht. Eigentlich roch der ganze Gang steril, wie ein Krankenhaus. Willst du dich nicht schneller bewegen? Ertönte plötzlich eine männliche Stimme. Sie war tief und klang kratzig. Der Satz hallte etwas nach. Wer ist da? Wo bin ich? Wieso sollte ich schneller laufen? Ich sehe nichts, antwortete ich mit zitternder, verzweifelter Stimme. Ich hatte gar nicht bemerkt, dass diese bereits so groß in mir war. Ich bin sozusagen Gott, zumindest hier und jetzt. Du bist in einem dunklen Gang. Meine Hunde haben Hunger, deshalb solltest du anfangen zu rennen, sagte der Mann wieder. Als er endete, ertönte prompt das aggressive Knurren einiger Hunde. Und es wurde lauter. Meine Beine bewegten sich automatisch, rannten schneller in die Schwärze, als ich es für möglich hielt. Das Knurren und Bellen der Hunde wurde leiser, verstummte jedoch nicht. Jeder Schritt! Und trotzdem kommt das Ende näher, rief der Mann laut. Der kalte Luftzug war inzwischen auch verebbt, zumindest nahm ich ihn nicht mehr wahr. Schnell wie ein Hase. Hoppel schön weiter, Mädchen, kicherte der Mann. Anscheinend waren in regelmäßigen Abständen Lautsprecher an den Decken, Wänden oder sonst wo. Inzwischen hörte ich die Hunde auch nur noch sehr leise bellen. Allerdings lag das wohl eher an meinen lauten Keuchen. Ich war außer Atem und meine Kehle war schmerzhaft trocken. Gleich hast du es geschafft. Dann nehme ich meine Lieben zu mir und beende die Menschenjagd, lachte mein Entführer vergnügt. Keuchend blieb ich stehen, holte tief Luft und stieß einen hohen Schrei aus, aufgrund des stechenden Schmerzes meiner Rippen. Na, aus der Puste? Keine Sorge, meine süßen Lieblinge sind weg. Aber geh doch weiter, ich habe noch mehr Überraschungen, forderte der Mann mich auf. Vielleicht hatte er die Hunde nur an einer Stelle des Ganges angekettet, eine Umkehr war also gefährlich. Die Dunkelheit war bedrückend und inzwischen roch es auch stickig und modrig. Unter meinen Füßen schien sich Wasser zu sammeln, hin und wieder ertönte ein Platschen. Es war unheimlich, zudem es irgendwie dickflüssiger als Wasser wirkte. Hin und wieder tropfte mir auch etwas Flüssiges auf meinen Kopf und floss mein Gesicht herab. Der Geruch von Eisen nahm auch immer weiter zu. Ab und zu trat ich auch gegen oder auf etwas, das sich anfühlte wie ein nasser Sack. Übrigens, Kleine, das ist das Blut von deinen Vorgängerinnen. Auch einige ihrer Körperteile. Sie waren auch so schön wie du. Ich liebe kastanienbraunes Haar, weißt du? Und Augen, die faszinieren mich ungemein. Grüne besonders. Niemand ist sicher vor mir. Absolut niemand, erzählte der Mann mir. Er hustete kurz, danach hüllte mich zusammen mit der Dunkelheit auch die Stille ein. Meine Hände wurden kalt und mir lief Angstschweiß am ganzen Körper entlang. Ich lief einfach weiter durch den Gang, versuchte, das Blut und die Leichen zu ignorieren. Das ständige Tropfen begleitete mich auf meinem Weg durch die Dunkelheit und machte mir Angst. Ein Knacken ertönte und der Mann fing an zu erzählen. Verrottende Kadaver, blutrote Pfützen. Ich liebe diesen Ort. Vielleicht würde ich heute sterben und mein Blut würde demnächst auch von diesen Wänden tropfen. Auf sein nächstes Opfer,
Überall blutige Wände, bemerkte er. Die Stimme kam von links und ein leises Knacken begleitete seine Worte. Bisher war er wohl unentdeckt. Ich hatte nichts von einem Serienmörder in der Zeitung gelesen. Wieso war ich überhaupt so ruhig? Hatte ich mich bereits mit meiner Situation abgefunden? Das Plätschern wurde lauter und hörte sich nach mehr Blut an, einem Wasserfall ähnelnd. Geh hindurch, Mädchen. Es fühlt sich an wie Wasser. Auf der anderen Seite erwartet dich die Freiheit, versprach der Mann. Verlockung, Versprechung und Lügen wirkte so, als beherrsche er diese sehr gut. Aber trotz der Aussicht auf den Tod musste ich weitergehen. Das Blut strömte über meinen Kopf, meinen Körper entlang und ließ meine Kleidung schwer werden. Ich stank nach dickflüssigem, altem Blut. Kaum war ich durch den Blutwasserfall getreten, spürte ich einen dumpfen Schmerz auf meinen Hinterkopf. Ich sackte auf meine Knie und stieß mir den Kopf hart am Boden an. Die Schwärze wurde nur bedrückender und ich fiel in einen tiefen Schlaf. Unter meinen Fingern spürte ich altes Holz. Meine Hand- und Fußgelenke waren mit Seilen an den Stuhl gebunden. Die Lehne war hoch genug, sodass mein Kopf sie ebenfalls berührte. An meiner Stirn war ebenfalls ein Seil, allerdings lockerer. Meine Oberarme, direkt unter der Achselhöhle, waren fest an den einzelnen Stäben der Stuhllehne befestigt. Das Holz war rau und stach mit kleinen Zacken in mein Fleisch. Erst jetzt bemerkte ich, dass ich nackt war. Ich holte tief Luft, kein Blutgeruch mehr. Es war so unfassbar ruhig. Dafür stieg mir ein anderer Geruch in die Nase, beißend und übelerregend. Kot und Gedärme! Der Geruch ist himmlisch, sagte eine Stimme in der Dunkelheit amüsiert. Willkommen in meiner Spielstube! Kicherte jemand in der Dunkelheit. Er klang anders, aber seine Stimme war immer noch kratzig. Was hast du mit mir vor? Fragte ich und unterdrückte meine steigende Angst. Stell doch keine dummen Fragen! Du darfst mich dreimal etwas fragen, okay? Aber wähle mit Bedacht, meinte er. Eine Hand legte sich auf meinen Oberschenkel. Wieso ich? Zufall! Du fällst in mein Beuteschema und warst so unachtsam. Du hast nicht einmal bemerkt, dass ich dir den Strom genommen und deine Zeitungen verbrannt habe. Du konntest so gar nichts von mir wissen. Seine Hand fuhr meinen Oberschenkel nach oben und verursachte Gänsehaut. Mir wurde schlecht. Werde ich sterben? Gute Frage, Mädchen. Höchstwahrscheinlich. Zwar nicht sofort, aber bald. Die Hand verschwand und ich hörte etwas Metallisches über anderes Metall schleifen. Wird es wehtun? Na, das hoffe ich doch. Sonst mache ich etwas falsch. Das Messer muss ganz sanft in das Fleisch des Körpers eintauchen, sich mit dem Blut und den Innereien vermischen, weißt du? Er lachte laut und dreckig. Etwas Kühles streifte meinen Finger. Ein sanfter Druck wurde auf meine Fingerspitze ausgeführt. Mit einem festen Ruck entfernte der Mann einen Fingernagel. Es knackte und dann war der Nagel aus meinem Fleisch entfernt. Ich schrie auf und spürte, wie mir Tränen in die Augen schossen. Er entfernte jeden meiner Finger- und Fußnägel, begleitet von einem schmerzhaften Schreien meinerseits. Jetzt kannst du mit denen ja auch nichts mehr anfangen. Warum nicht gleich entfernen? Murmelte der Mann und wieder klirrte etwas auf Metall. Sogleich spürte ich eine scharfe Klinge auf meinen Fingerknöchel. Mit starken, schnellen Bewegungen durchtrennte er mein Fleisch und zerbrach die Knochen. Ich stöhnte auf, meine Lider flatterten und Tränen flossen auf meinen Wangen herab. Ich schrie jedes Mal auf, wenn er einen weiteren meiner Finger entfernte. Bei jedem meiner Schreie kicherte er. Ich schmeckte Blut und spürte, wie es mir aus meinem Mundwinkel lief. Tss, du hast dir auf die Zunge gebissen. Dummes Ding, du! Ich sollte dir die Zähne nehmen. Dann kannst du dich nicht mehr selbst verletzen. Er kicherte. Ich spürte, wie er näher kam. Seine Körperwärme ekelte mich an. Der Mann leckte über meinen Mundwinkel, beseitigte das Blut. Geschmack des Blutes auf meiner Zunge belebt jedes Mal aufs Neue meinen Geist, erzählte er. Beinahe lachte er.
Sein ständiges Kichern widerte mich an und mir stieg Erbrochenes in meiner Kehle hoch. Ich wollte es nicht zurückhalten und konnte es auch nicht. Somit erbrach ich mich zwischen meine Beine. Es stank fürchterlich und mein Rachen brannte schrecklich. Ich spürte seinen tadelnden Blick. Kurzzeitig verlor ich mein Bewusstsein und tauchte in diesem... Mein Erbrochenes war weg. Er hatte mich sauber gemacht. Mein Mund brannte immer noch von der Magensäure. Du hättest dich schlimm eingesaut, Kleine. Extra wegen diesem Dreck habe ich mein Spiel unterbrochen. Das wirst du mir büßen. Ich werde deine Zähne entfernen und deine dreckige Zunge rausschneiden, drohte er mir. Leider war es keine bloße Drohung, denn wieder scharrte etwas auf Metall. Und im nächsten Augenblick stieß er mir irgendeine Konstruktion zwischen die Zähne. Er drückte damit meine Zunge herunter und ich konnte meinen Mund nicht mehr schließen. Auch schlucken war unmöglich. Er führte eine Zange in meinen Mund und fing an, die Zähne herauszuziehen. Ich konnte durch die Konstruktion nicht schreien, nur schmerzverzerrt stöhnen und undefinierbare Geräusche von mir geben. Es tat so weh und mir lief mein Speichel aus dem Mund, tropfte auf mein Schlüsselbein und lief über meine Brust. Er nahm mein Handgelenk zwischen seine Finger und zwang mich, meine verbliebenen Stumpen auszustrecken. Meine Zähne landeten in meiner Hand und ich spürte, dass es ihm unglaublichen Spaß bereitete. Und jetzt zu deiner Zunge, liebes Mädchen, informierte er mich und strich über meine Haare. Er entfernte die Konstruktion und ersetzte sie schnell durch eine andere. Ich konnte meinen Mund immer noch nicht schließen und er zog kräftig meine Zunge heraus. Er setzte das Messer sehr weit hinten an und bohrte die Spitze in meinen Muskel. Eine kleine, schnelle Bewegung und mir strömte massenhaft Blut aus meinem Mund. Ein dumpfer Aufschlag, meine Zunge lag irgendwo auf dem Boden. Er redete nicht mehr und ich konnte es nicht mehr. Nur noch kleine Laute kamen aus meinem Rachen. Seine Hände umfassten meine Stirn und zuerst wusste ich nicht, was er vorhatte, aber dann zog er meine Augenlider hervor und schnitt sie ab. Es brannte und meine Augen tränten vom hineinfließenden Blut. Ein leises Murmeln entwich mir. Mein Körper war fast taub, so weh tat mir alles. Ein brennender Schmerz breitete sich auf meinen Arm aus und am liebsten hätte ich so laut geschrien, bis selbst Gott mich hörte. Aber es gab keinen Gott, sonst wäre ich nicht hier und schreien konnte ich auch nicht. Ein kalter Luftzug fuhr über meinen Körper und eine große Stelle am Arm brannte wie Feuer. Er hatte mir die Haut abgezogen, wurde mir bewusst. Als er zum nächsten Schnitt ansetzte, schaltete sich mein Bewusstsein aus und die Dunkelheit schützte mich vor weiterem Schmerz. Ein lautes Knacken weckte mich. Mein linker Arm kribbelte und ich versuchte, ihn zu bewegen. Ich dachte, er wäre eingeschlafen. Aber als ich meine Nerven anspannte, merkte ich nur, wie mir Blut aus dem Oberarm lief. Der Unterarm war nicht mehr da. Ein heiseres Fiepen ertönte. Ein wirklich erbärmliches Geräusch von mir. Und mein Entführer lachte daraufhin sehr leise. Er hatte mir den Unterarm entfernt. Er folterte mich, verspottete mich, nahm mir alles, was ich besaß. Aber irgendwie war alles gut. Ich hatte keine Angst mehr vor diesem Mann, vor diesem dunklen Zimmer und vor seinen Horrorwerkzeugen. Ich würde bald sterben, also war es egal, was jetzt war. Die Folter konnte ich nicht mehr lange miterleben. Mein Bewusstsein versuchte, mich schon jetzt zu retten. Und ich dämmerte immer wieder kurz weg. Gut, dein Geist hasst mich und möchte, dass du das nicht mehr miterleben musst. Ich tue ihm den Gefallen. Aber schau ganz genau zu, Mädchen. Befahl mir mein Peiniger und ich drückte meinen Kopf nach unten. Er hatte ein Messer in seiner Hand. Es glänzte selbst in dieser Dunkelheit. Der Stahl schnitt ohne Probleme tief in mein Fleisch, durchtrennte waagerecht meinen Bauch. Kaum war meine Bauchhöhle geöffnet, fielen meine Gedärme heraus und das Blut fing an zu sprudeln. Stinkende Eingeweide sind mein Lieblingsfutter, murmelte er freudig und mir wurde daraufhin schlecht. Ich spürte bereits, wie die Dunkelheit nach mir griff. Das Letzte, was ich sah, war, wie der Mann mit seinen bloßen Händen meine Gedärme nahm, an ihnen riss und sie in einen Eimer warf. Es war ein nasses, reißendes Geräusch.
Er griff sofort auf seinen Tisch, nahm einen Hammer. Der Mann holte aus und das Letzte, was ich hörte, war ein lautes Knacken. Dann hatte mich die Dunkelheit vollkommen verschlungen. Eine junge Frau wurde, exakt wie die anderen Opfer, gefoltert und verstümmelt aufgefunden. Das auffälligste Merkmal, die fehlenden inneren Organe, weist eindeutig auf den Darmparasiten hin. Diesen Namen erhielt der mindestens 11-fache Mörder, nachdem bekannt wurde, dass er jedem seiner Opfer den Darm entnahm. Abgetrennte Gliedmaßen oder entfernte Haut drapierte er jedoch immer am Fundort der Leichen. Bisher gibt es keinerlei Hinweise, wer der Täter ist, noch nach welchem Schema er die Frauen aussucht. Ein Polizeisprecher sagte, dass bereits eine weitere junge Frau vermisst wird. Clarice Walker ist seit 2 Tagen nicht mehr auffindbar. Der Polizeisprecher gab keine näheren Angaben zum Fortschritt bei den Ermittlungen. Es war ein früher Morgen. Die Sonne kletterte langsam den Horizont empor und warf ihr sanftes Licht in den zartesten Orange- und Rottönen über die ruhige Häusersiedlung am Stadtrand. Jasmin schloss die Haustür hinter sich, zog ihre schwarze Lederjacke an und schulterte den großen, schweren Rucksack. Sie stieg auf ihr Motorrad, eine pechschwarze Indian Scout, und startete den Motor. Sie fühlte die Vibrationen durch den ledernen Sitz, wie sie ihren ganzen Körper erreichten, und fuhr los. Jasmin war auf dem Weg zu einem Typen, den sie vor 2 Tagen in einer Bar aufgegabelt hatte. Aber vorgestern war nichts mehr gelaufen, als sie ihn in ihren Tempel mitgenommen hatte. Sie wollte ihn noch ein bisschen zappeln lassen, wollte, dass sich alles in ihm aufstaute. Aber heute, da würde sie ihren Spaß haben. Das Faszinierendste an ihm waren seine Augen. Die waren ihr sofort aufgefallen. Sie hatte das gewisse Etwas in ihnen entdeckt. Jasmin hatte sich in seine Nähe gesetzt und tatsächlich, er hatte sie kurz daraufhin angesprochen. Das funktionierte jedes Mal. Jasmin hatte keine Probleme damit, die Männer zu bekommen, die sie wollte. Es war kinderleicht. Eine knallenge Jeans, ein weit ausgeschnittenes T-Shirt, bei dem sie bei Bedarf ihre Brüste noch ein klein wenig weiter aufblitzen lassen konnte. Und schon waren die schwanzgesteuerten Testosteronbomben ihr völlig ergeben. Jasmin fuhr durch die morgendliche Sonne zu ihrem Tempel. Es war eine alte, verlassene Fabrikhalle, in der sie sich einen kleinen Teil für ihre Bedürfnisse eingerichtet hatte. Sie hatte ein großes Metallbett, 2 Stühle und diverse Tische, Kisten und Kästen in den kleinen Raum hineingestellt. Strom gab es an diesem abgelegenen Ort nicht. Und so brauchte sie genügend Stauraum für die zahlreichen Kerzen, mit dem sie ihren Tempel erleuchtete. Jasmin lenkte das Motorrad in die alte Fabrikhalle und das Dröhnen des Motors hallte durch das riesige Gebäude. Ob der Typ das hören würde, interessierte sie nicht. Sollte er doch ruhig wissen, dass es bald losgehen würde. Sie stieg von der Maschine und zog aus der Satteltasche ihres Motorrads eine große Taschenlampe. Sie schaltete diese ein und ging durch die dunklen und verwinkelten Gänge der Fabrik zu ihrem Tempel. Der Lichtkegel der Taschenlampe huschte über den am Boden liegenden Schutt und die nackten Wände, an denen nicht einmal Graffiti waren, so abgelegen war dieser Ort. Am Raum angekommen, schlug sie mit der Taschenlampe gegen die schwere Stahltür, die diesen verschloss, und rief: Guten Morgen, mein Süßer! Sie öffnete die Tür, die erbärmlich quietschte, und der Lichtstrahl ihrer Taschenlampe traf auf das Bett. Auf dem Bett lag der Typ bäuchlings, die Arme und die Beine von sich gestreckt und an den Ecken des Bettes mit Handschellen gefesselt. Sie betrachtete ihn. Er schien noch zu schlafen. Das war kein Wunder. Schließlich war er reichlich betrunken gewesen, als sie ihn vorgestern hierher gebracht hatte. Er sollte sich ausnüchtern, denn sie wollte ihn auf keinen Fall in einem vom Alkohol vernebelten Zustand bearbeiten. Alkohol ließ einen zwar bei gewissen Dingen länger durchhalten, dennoch wollte Jasmin ihn in einem Zustand von 100%iger Zurechnungsfähigkeit wissen. Sie zündete nun zahlreiche Kerzen an, um den Raum zu erhellen, und stellte einen Stuhl mittig in den Raum. Aus dem Seitenfach ihres Rucksacks, den sie neben die Tür stellte, zog sie eine Spritze hervor.
Damit trat sie an das Bett und drückte die Nadel oberhalb des Steißbeins in den Rücken des Mannes. Dann löste Jasmin die Handschellen von Armen und Beinen. Mit einem geschickten Griff wuchtete sie den Typen vom Bett und auf den Stuhl und begann nun, seine Handgelenke an den Lehnen des Stuhls zu fesseln. Gerade als sie die linke Hand mit Kabelbindern fixiert hatte, schien der Mann aufzuwachen, fing laut an zu schreien und schlug ihr mit der Faust mitten ins Gesicht. Jasmin taumelte etwas, holte aus und verpasste ihm zwei schallende Ohrfeigen. Der Typ passte sich wimmernd in den Stuhl und Jasmin fesselte die andere Hand. Dann sagte sie mit erhobener und wütender Stimme: So nicht, mein Süßer. Ich habe bis jetzt darauf geachtet, dass du keine übermäßigen Schmerzen leiden musstest. Aber für das musst du eben bestraft werden. Sie nahm die leere Spritze, tauchte sie in eine der Kerzen und zog den Kolben langsam zurück. Das flüssige Wachs füllte den Glaszylinder und Jasmin hielt die gefüllte Spritze noch etwas über die Kerzenflamme, um das Wachs noch heißer werden zu lassen. Sie führte die Spritze zu seiner Hand. Die Nadel tauchte in den Handrücken des Mannes ein, der entsetzlich schrie, als sie das flüssige Wachs in seine Adern drückte. So, mein Süßer. Das Wachs wird in deinen Adern erstarren und den Blutfluss zu deinen Fingern unterbrechen. Du wirst ein leichtes Kribbeln spüren, wie als wenn du zu lange auf dem Arm gelegen hast. Dann werden deine Finger immer tauber, bis sie schließlich ganz absterben. Aber ich denke nicht, dass dich das noch groß interessieren wird. Die Wut aus ihrer Stimme war verflogen. Und die letzten Worte sprach Jasmin mit einer fast liebevollen Tonlage und streichelte ihn dabei leicht durch seine Haare. In Erwartung dessen, welche Schmerzen ihm noch bevorstehen würden, wandte sich der Typ auf dem Stuhl. Und in seinen Augen konnte Jasmin die Panik sehen, die in ihm emporkroch. Und noch etwas konnte sie in seinen Augen erkennen. Es erinnerte sie an ihr erstes Mal. Sie war 15 und wollte sich mit ihrem Freund am letzten Tag von den Sommerferien am Waldrand auf dem großen Hochsitz treffen. Sie freute sich und fieberte schon seit Wochen auf diesen einen Tag hin. Ein einsamer Ort, romantische Zweisamkeit unter einem sternklaren Himmel bei zartem Mondschein. All ihre Wünsche schienen sich damals zu erfüllen. Sie hatte sich an jenem Tag schon etwas früher auf den Weg zu ihrem Treffpunkt gemacht, denn sie wollte alles für den einen perfekten Augenblick vorbereiten. Jasmin legte die Mitte des Hochsitzes mit einer Decke aus und drapierte links und rechts davon etliche Kerzen. Sie hatte auch eine Flasche Rotwein, eine Flasche Wodka und zwei Gläser mitgebracht. Es sollte romantisch werden, einfach perfekt. Sie zündete die Kerzen an, öffnete die Rotweinflasche mit dem Korkenzieher ihres kleinen Taschenmessers und goss den Wein in die Gläser. Dann betrachtete sie die Szenerie. Die flackernden Kerzen, die Abermillionen von Sternen, der Vollmond, der sein sanftes Licht auf den Hochsitz warf und den Wein in den Gläsern glänzen ließ. Oh ja, alles war perfekt. So hatte sich Jasmin das erste Mal in ihren Träumen ausgemalt. Sich im Schein der Kerzen und der Sterne ganz und gar der Liebe hingeben. Sie schaute auf die Uhr. Ein wenig Zeit hatte sie noch, bis er auftauchen würde. Jasmin nutzte die Zeit, um sich auszuziehen und ihre Kleidung sorgfältig zu falten. Sie wollte ihm somit die kleine Peinlichkeit ersparen, an ihrem BH zu scheitern. Ihr Herz schlug schneller, voll freudiger Erwartung auf das kommende Ereignis. Sie konnte es kaum abwarten. Schon auf dem Weg zu dem Hochsitz hätte sie sich am liebsten auf jeden einzelnen Zaunpfahl gesetzt, um ihre Lust, die zwischen ihren Beinen aufflammte und sich im ganzen Körper ausbreitete, zu stillen. Nun hörte sie endlich sein Fahrrad, wie er es abstellte und sich auf den Weg zu ihr nach oben machte. Als er auf der Plattform angekommen war, begann sie sich sofort zu küssen. Sie half ihm, sich auszuziehen, sie riss ihm beinahe die Klamotten vom Leib und schleuderte sie frech durch den Hochsitz, wobei sie darauf achtete, nicht eine der zahlreichen Kerzen zu treffen. Nachdem sie nun beide von ihrer Kleidung befreit waren, den Rotwein genossen und er auch noch etwas vom Wodka getrunken hatte, räkelten sie sich nackt und eng umschlungen auf der Decke. Genau so hatte Jasmin es sich ausgemalt. Gemeinsam in sanften Kerzenschein, den Blick auf den wolkenfreien Sternenhimmel und sein Gewicht auf ihren Körper spüren. Sie war einfach nur glücklich.
Das würde einer der schönsten Momente in ihrem Leben werden. Da war sich Jasmin sicher. Doch nach einiger Zeit merkte sie, dass etwas fehlte. Sie spürte zwar seine Küsse und seine Hände, aber zwischen ihren Beinen spürte sie nicht das, was sie erwartete. Sie spürte nicht seine heiße und pochende Erregung. Außerdem fing er jetzt auch noch an, ungelenk auf ihr herumzurutschen. Jasmin hatte es ihm doch nun wirklich denkbar einfach gemacht. Sie hatte für romantische Stimmung gesorgt, sich ihrer Kleidung entledigt und hatte ihm sogar mit Alkohol die Nervosität nehmen wollen. Sie fragte sich, warum es bei ihm denn nicht klappen wollte. Fand er sie nicht hübsch, nicht attraktiv? Liebte er sie etwa nicht? Jasmin war enttäuscht. Sie hatte sich doch so auf genau diesen Moment gefreut. Hatte sich mit den Vorbereitungen solche Mühe gegeben und er machte alles kaputt. Grenzenlose Wut stieg jetzt in Jasmin empor und spürte die Lust und die Leidenschaft aus ihrem Körper. Sämtliche Euphorie und Glücksgefühle wichen dem Zorn und der Enttäuschung. Sie stieß ihren Freund, der immer noch auf ihr lag und sich auf ihr wand, mit beiden Händen von sich fort. Er prallte rücklings auf den Boden und schaute sie verwundert an. Jasmin drehte sich um und bevor er auch nur einen Ton hätte sagen können, stach sie mit dem Korkenzieher auf ihn ein. Die geschwungene Spitze des Metalls traf ihn zwischen den Beinen und zerfetzte die Oberschenkelarterie. Sofort begann das Blut aus seinem Bein zu schießen und der Alkohol tat sein Übriges. Durch seine blutverdünnende Wirkung sprudelte der rote Lebenssaft in fontänenartigen Intervallen aus seinem Körper. Er starrte abwechselnd fassungslos auf die Wunde am Bein und auf Jasmin, die das ganze Schauspiel mit wutverzerrter Miene betrachtete. Literweise pumpte sein immer schwächer schlagendes Herz das Blut aus dem Oberschenkel und die Lache hatte bereits Jasmins nackte Füße erreicht. Sie blickte ihm ins Gesicht, das immer blasser zu werden schien, und sah es in seinen Augen. Das Gebrochene. Die Verzweiflung. Sie konnte sehen, wie das Leben aus ihm wich. Jasmin starrte ihm direkt in die Augen und sah deren letztes Aufbäumen, sah, wie sich die glasigen Pupillen immer wieder weiteten und verengten, um schließlich im Moment des Todes weit aufgerissen und leer ins Nichts zu starren. Jasmin blieb damals noch einige Minuten regellos stehen und betrachtete fasziniert den leblosen und ausgebluteten Körper ihres Freundes. Dann hatte sie den Inhalt der Wodkaflasche über die Decke, seine Kleidung und schließlich über sein Gesicht und seine Haare geschüttet. Sie hatte ihre Klamotten vom Hochsitz geworfen, hatte mit einer Kerze die in Alkohol getränkte Decke in Brand gesteckt und war hinuntergestiegen. Als sie unten angekommen war, loderten die Flammen bereits lichterloh und fraßen sich durch Holz und Fleisch. Sie hatte damals ein völlig neues Gefühl verspürt. In den Augen eines Menschen zu sehen, wie sich das Leben unaufhaltsam und unwiderruflich auflöste, hatte sie auf eine Art und Weise erregt, die nicht mit der lüsternen Vorfreude vergleichbar war, die sie bei den Vorbereitungen auf dem Hochsitz verspürt hatte. Sie hatte sich angezogen und mit einem diabolischen Grinsen und dem Wissen, was von nun an ihre Lust stillen konnte, hatte sie sich auf dem Weg nach Hause gemacht. Ich kann meine Beine nicht mehr bewegen. Die panischen Worte des Mannes auf dem Stuhl holten Jasmin wieder in die Gegenwart zurück. Sie zog sich den anderen Stuhl heran, setzte sich rücklings darauf und legte Arme und Kopf auf die Rückenlehne. Sie betrachtete den Typen und sagte versonnen, dass sie ihm ein Mittel in seine Rückenmark gespritzt habe. Ab seiner Hüfte abwärts könne er nichts mehr spüren und sich auch nicht mehr bewegen. Er war praktisch querschnittsgelähmt. Der Kerl starrte sie an. In seinen Augen sah sie wieder die Panik und Verzweiflung. Doch Jasmin war noch lange nicht fertig mit ihm. Sie wollte ihm Schmerzen zufügen. Unendlich grausame Schmerzen. Aber dazu waren körperliche Schmerzen allein nicht imstande. Der Typ fing nun fürchterlich an zu jammern und zu betteln. Aber Jasmin kümmerte das wenig. Sie stand von ihrem Stuhl auf und holte einen Bottich aus einer Ecke des Raumes. Den Bottich stellte sie vor den Stuhl des Mannes auf und positionierte seine Beine darin. Das alles machte sie mit ruhigen und sanften Bewegungen. Dann zog sie sich dicke Handschuhe an und ging zu ihrem Rucksack. Jasmin holte einen riesigen Edelstahlbehälter hervor, der einer alten Milchkanne glich. Sie fing leise an zu summen, als sie den Deckel abschraubte und dampfende Schwarten
aus dem Behälter quollen. Was ist das? Das, mein Süßer, ist flüssiger Stickstoff. Und? Was hast du damit vor? Genau das habe ich damit vor, mein Süßer. Du wirst jetzt ein kleines Fußbad nehmen. Der Stickstoff ist minus 196 Grad kalt und wird deine Beine augenblicklich schockfrosten. Aber mach dir keine Sorgen. Durch die Spritze in den Rücken wirst du das nicht spüren. Mit diesen Worten goss sie summend die klare Flüssigkeit in den Bottich. Sofort breiteten sich dicke Rauchschwaden aus, die langsam aus dem Gefäß zu Boden krochen. Der Typ schrie und versuchte, sich in seinem Stuhl aufzubäumen, doch seine gelähmten Beine und das erstarrte Kerzenwachs in seinen Armen ließen nicht viele Bewegungen zu. Und so musste er mit anschauen, wie die Flüssigkeit immer weiter stieg und das Blut und das Fleisch in seinen Beinen binnen Sekunden gefror. Als Jasmin den Behälter vollständig geleert hatte, setzte sie sich wieder dem Typen gegenüber und musterte ihn. Er war schwer am Atmen und bewegte den Kopf aufgeregt, panisch hin und her. Jasmin sprach zu ihm wie eine Mutter, die ihr weinendes Kind beruhigen wollte. Hey, mein Süßer, ganz ruhig. Du wirst nichts spüren. Fast nichts. Das verspreche ich dir. Du musst dich ein bisschen beruhigen, sonst hyperventilierst du noch. Und ich bin auch noch nicht fertig mit dir. Das große Finale kommt doch erst noch. Der Kerl hatte sich tatsächlich etwas beruhigt und starrte jetzt fassungslos auf seine Beine. Und wieder bemerkte Jasmin etwas in seinen Augen aufblitzen. Diesmal war es die Resignation, die jetzt von seinem ganzen Körper Besitz ergriff. Wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Dann kann ich gleich weitermachen. Aber deine Beine müssen erst komplett gefroren sein. Verstehst du das? Der Mann antwortete nicht. Er saß zusammengesunken und mit hängenden Schultern im Stuhl. Weißt du, was das wirklich Grausame ist, mein Süßer? Die Schmerzen, die ich dir gleich zufügen werde, wirst du eigentlich gar nicht spüren. Du wirst sie aber sehen können. Und das, mein Süßer, wird dir unendliches Leid bescheren. Deine Psyche wird dir die Schmerzen vorgaukeln, obwohl das Gehirn gar keine Reize mehr von deinen Beinen empfangen kann. Aber das, was du gleich sehen wirst, wird dein Gehirn mit Erlebnissen und Erfahrungen abgleichen. Und daraus wird es dir Höllenqualen zusammenbauen, wie du sie noch nie zuvor in deinem Leben gespürt hast. Es ist so ähnlich, wie wenn du dich am Finger schneidest und es nicht sofort bemerkst. Erst wenn du nach einiger Zeit das Blut siehst, wie es an deiner Fingerkuppe hinuntertropft, fühlst du einen Schmerz. Das liegt daran, dass dein Gehirn gelernt hat, Blut mit Schmerz zu assoziieren. Bei den letzten Worten war Jasmin bereits aufgestanden und kramte in einer der Kisten. Der Typ hatte die ganze Zeit reglos zu Boden gestarrt und keinen Ton mehr gesagt. Er hatte aufgehört, sie anzubetteln und anzuflehen. Aber sie wusste, dass seine Stille gebrochen werden würde bei dem, was sie gleich mit ihm anstellte. Sie hatte endlich gefunden, wonach sie gesucht hatte. Es war eine große Säge mit einem langen und scharfen Sägeblatt. Und sie freute sich schon auf seine entsetzlichen Schreie, auf die Geräusche, die aus seiner weit aufgerissenen Kehle hallen würden, wenn sie mit der Säge Stück für Stück seine gefrorenen Beine zerschneiden würde. Sie konnte es wieder fühlen. Dieses warme Gefühl, die Vorfreude. Sie kniete jetzt vor ihm. Seine Beine hatte sie aus dem Bottich gehoben. In der einen Hand hielt sie die Säge, in der anderen die dicken Handschuhe, mit denen sie seinen Knöchel umfasste. Mit einem Lächeln führte sie das Sägeblatt an sein gefrorenes Fleisch. Mit langsamen Bewegungen und einem widerlichen Geräusch fraß sich das Metall durch das Bein des Mannes. Kleine, feine, hellrote Krümel rieselten zu Boden, als Jasmin mit der Säge durch sein Fleisch schnitt. Immer wieder zog sie das Sägeblatt vor und zurück und mit jedem Mal drang sie weiter durch sein Bein. Nach einer Zeit hatte sie es geschafft. Sie hatte den abgetrennten Fuß in der Hand und hielt diesen den Typen unter die Nase. Schau mal, mein Süßer, sagte sie wie ein Kind, das seinen Eltern ein gerade entdecktes Insekt präsentierte. Doch der Kerl hatte die Augen fest zusammengepresst, wollte nicht sehen, was dort passierte. Jasmin holte aus und ihre flache Hand, die immer noch im Handschuh steckte, traf das Gesicht des Mannes. Du sollst hier reinsehen, schrie sie dem Kerl mit gerötetem Kopf wutentbrannt entgegen.
Sie ließ den Fuß und den Handschuh fallen und verschwand aus dem Sichtfeld des Typen. Als sie wiederkam, fixierte sie seine Augenlider, ohne ein Wort zu sagen, mit Pflasterband an seiner Stirn. Dann streichelte sie ihm durch die Haare und sprach mit liebevoller Stimme: Du sollst doch zuschauen, mein Süßer. Sieh doch mal. Sie legte den Fuß in sein Sichtfeld, nahm einen Hammer und schlug, so fest sie konnte, auf einen der gefrorenen Zehen. In einem Feuerwerk aus unzähligen kleinen rot-weißen Splittern flog der zerborstene Zeh durch den Raum. Diesmal musste der Mann alles mit ansehen. Auch wie Jasmin sich nun freudestrahlend in die Hände klatschte. War das nicht schön? Fragte sie, als sie auf- und abhüpfte. Nun hatte sie endlich eine akustische Untermalung bei ihrem Tun und griff abermals zu der Säge. Unter seinen lautstarken Kreischen und Flehen fing Jasmin wieder an zu summen und schnitt Scheibe für Scheibe von den Beinen des Mannes. Nach einiger Zeit hatte Jasmin die Beine bis oberhalb des Knies gestutzt. Sie schaute auf die sich rot-weiß abwechselnden Schichten aus Knochenmark, Knochen, Muskeln und Fettgewebe. Dabei kam ihr ein Filmtitel in den Sinn. Flowers of Flesh and Blood. Es sah wirklich wunderschön aus. Tatsächlich wie eine Blume aus Fleisch und Blut. Aber Jasmin tat das hier nicht, um sich an der Ästhetik des menschlichen Körpers zu erfreuen. Sie wollte ihren Gegenüber leiden sehen, wollte es hören, dass er ihr seine Qualen entgegenschrie. Und das hatte er auch getan. Doch nun kam nicht mehr viel als ein Japsen aus seinem Mund. Er hatte sich heiser geschrien und seine Stimme war nur noch ein leises Krächzen. Doch das war jetzt nicht schlimm. Denn das Finale wollte Jasmin in aller Ruhe genießen. Sie erhob sich und tätschelte wieder seinen Kopf. Das hast du gut gemacht, mein Süßer. Sie setzte sich wieder rücklings auf den Stuhl und betrachtete das Häufchen Elend. Nun müssen wir etwas warten, mein Süßer. Dein Bein muss auftauen, damit das Blut wieder fließen kann. Erst ganz langsam. Nur ein paar Tropfen. Und dann immer mehr. Bis du komplett leer bist. Der Kerl starrte sie nur sabbernd aus geröteten Augen an. Diesen Blick liebte sie ebenfalls. Wenn einem die Gewissheit übermannt, dass es bald zu Ende sein wird. Doch das war noch nicht das Ende. Und Jasmin vertrieb sich das Warten auf den Tod des Mannes, indem sie an einer Tafel Schokolade naschte und mit ihm redete. Wie mit einem Nachbarn oder einem guten Freund, dem man zufällig auf der Straße begegnet, sprach sie mit ihm und erzählte von ihren letzten Wochen. Sie berichtete ihm, wie sie auf die alte Fabrik gestoßen war, wie sie die ganzen Utensilien beschafft und hierher gebracht hatte, dass ihr das gestrige Essen besonders gut gelungen war und dass sie den Verdacht hatte, ihr Badezimmermüll wäre durchsucht worden. Als sie ihm erklärte, sie könne sich keinen Reim daraus machen, was jemand aus ihrem Müll hätte haben wollen, fiel der erste Tropfen Blut auf den Boden. Sie schaute fasziniert zu, wie immer mehr Tropfen aus dem Beinstummeln sickerte und den Untergrund zwischen den Stuhlbeinen mit roten Punkten sprenkelte. Die Beine begannen weiter aufzutauen und das Blut floss nun in immer kleiner werdenden Intervallen aus ihnen. Jasmin stellte eine Schale unter seine abgesägten Beine, damit das Blut sich darin sammeln konnte. Weißt du, mein Süßer, bald ist alles vorbei. Der menschliche Organismus verfügt über ca. 6 Liter Blut. Und dein Herz ist gerade dabei, alles aus deinem Körper herauszupumpen. Sie musste die Position der Schale etwas korrigieren, da das Blut nun stärker aus ihnen hinausschoss. Jasmin konnte sehen, wie sich sein Atem beschleunigte. Es versucht verzweifelt, dein Blut zu den lebenswichtigen Organen zu transportieren und spürt es dabei einfach aus dir hinaus. Sie lachte. Die Schale fühlte sich jetzt schneller und sie konnte beobachten, wie seine Haut blasser wurde. Sein Kopf sackte immer wieder nach vorn und sie musste ihn an den Haaren packen, um ihn oben zu halten und in seine Augen schauen zu können. Da war es wieder. Dieser Ausdruck in den Augen, das Flackern der Pupillen, das finale Aufbäumen des Lebens, das ebenso schnell erlosch wie ein einzelner Funke in der tiefen Schwärze der Nacht. Es war vorbei. Jasmin blickte in die toten, weit aufgerissenen Augen des Mannes. Sie hatte den Moment genossen, als sie bemerkte, dass er sie nur noch aus leeren, starren Pupillen anschaute. Sie hatte alles bekommen, was sie wollte.
Sie ließ den Kopf los, der langsam auf die Brust sank, und verstaute den Edelstahlbehälter in ihrem Rucksack. Danach holte sie aus einer der Kisten mehrere Gläser. Darin krochen, krabbelten und summten unzählige Aaskäfer, Fleischfliegen und Maden. Sie öffnete die Gläser und stellte sie dicht an den Toten. Sollten sich ihre kleinen Freunde doch um ihn kümmern. In ein paar Wochen würde sie wiederkommen, ihren Tempel reinigen und für ein neues Erlebnis herrichten. Jasmin nahm die Taschenlampe und den Rucksack, löschte die Kerzen und machte sich auf den Weg zurück zu ihrem Motorrad. Als sie sich auf die Maschine setzte, spürte sie nicht nur die Vibration des Motors zwischen ihren Beinen, da war auch noch ein anderes Gefühl. Sie schloss für einen kurzen Moment die Lider und jedes grausame Detail dieses köstlichen Schreckens blitzte vor ihrem geistigen Auge auf. Sie spürte pure Euphorie und wilde Erregung. Mit diesem Gefühl lenkte sie ihr Motorrad aus der alten Halle und fuhr mit einem Lächeln dem Sonnenuntergang.